Ja, meine sehr geehrten Damen, ist es an? Hört man mich? Ja, es ist an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bedanken für Ihren Besuch heute zu unserer Veranstaltung Talk bei Bloch Live, das Netz als Kompass. Ich freue mich natürlich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir sind es ein bisschen gewöhnt gewesen jetzt im Laufe der letzten drei Veranstaltungen, die wir in dem, zu dem Thema Homo Digitalis hatten, und freue mich, dass wir heute zu einem ja wirklich sehr interessanten Abschluss kommen. Besonders begrüßen möchte ich heute Herrn Stadtrat Markus Lemberger, und ich hoffe auch, dass ich niemand von der Politik ansonsten übersehe. Wenn das der Fall ist, bitte ich um Ihr Handzeichen. Ich möchte auch herzlich begrüßen Renate Pepper von Seiten unserer Sponsoren, die Vorsitzende oder heißt es Präsidentin, Frau Pepper, der Landeszentrale für Medien und Kommunikation, und ansonsten natürlich auch Sie, verehrte Gäste. Sascha Lobo, Oskar Negt, Gerhard Baum, Ranga Yogeshwar, viele Stimmen, die den gläsernen Menschen das Menschenbild und Fragen nach der Macht der Technik und dem Sicherheitswahn bereits hier im Rahmen dieser Reihe inklusive gedachter Zukunftsrede beleuchtet haben. Und heute schließen wir die Thematik vorerst, sage ich, ab, weil also so richtig abschließen kann man dieses Dauerthema ja gar nicht, und zwar mit einem Thema, das uns, Haus und auch mir ganz persönlich sehr und besonders am Herzen liegt, nämlich das Thema Bildung. Ohne hier werten zu wollen, hat die Obsiegung des Internets, der Social Medias und all der digitalen Technik im Alltag wie im Beruf ihre Konsequenzen. Es entstehen neue Formen des Lernens, des sich Informierens, der sozialen Kontakte. In den Schulen ist gar von Umbrüchen die Rede, und statt um Wissen geht es heutzutage mehr um Kompetenzen. Da könnte man dann Heraklit recht geben, der gesagt hat, Vielwisserei ist sowas wie Dummheit. Dann ist man ja bei den Kompetenzen im Grunde schon etwas weiter. Aber was heißt Konsequenzen? Wenn wir Paul Liesmann, dem Wiener Philosophen, folgen, dann könnte man auch von einem Kompetenzfetischismus sprechen, die von Prüfungskompetenz bis zur Kompetenzorientierungskompetenz reicht, und das ist kein Witz. Und wohin führt das, wenn der schweizerische Lehrplan 21 4.500 Kompetenzen ausweist, offiziell? Und kommt dabei auch Orientierung heraus? Und wenn ja, welche? Kommt die papierlose Schule wie in Neubeuern schon Realität? Oder die Abschaffung der Schreibschrift, wie das für 2016 in Finnland geplant ist? Oder gibt es auf der anderen Seite mehr eine Aufklärung und grenzenloser Kommunikation wie im kurzlebigen arabischen Frühling? Fragen über Fragen, die eigentlich gar nicht spannender sein können. Und ich freue mich sehr, dass wir zu dieser Fragestellung der Bildung im allerweitesten Sinne hier ein wirklich sehr kompetentes Podium zusammenstellen konnten. Ich stelle Ihnen unsere Referenten vor. Ich begrüße Birgit Kimmel, die Diplompädagogin. Birgit Kimmel ist pädagogische Leiterin der Initiative ClickSafe.de, der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz. ClickSafe ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung der Medienkompetenz im Umgang mit dem Internet und neuen Medien im Auftrag der Europäischen Kommission. Birgit Kimmel sprach im November 2014 auf der Tagung Netzwelt, Schulwelten der Evangelischen Akademie Tutzing zum Thema Cybermobbing. Das war auch der Ort, wo ich auf sie aufmerksam wurde, ich persönlich, und sie für diese Veranstaltung angefragt hatte. Sie verfügt über breite medienpädagogische Erfahrungen, zum Beispiel Bereiche Kinderpsychiatrie, Heimerziehung, Kindertagesstätten. Mitarbeiterin im Zentrum für empirische pädagogische Forschung der Universität Landau. Seit Juli 2002 Referentin der Landeszentrale für Medienkommunikation. Wie gesagt, und seit 2004 pädagogische Leitung der EU-Initiative ClickSafe. Herzlich willkommen, Birgit Kimmel. Applaus.
Ich begrüße Roland Preuß. Roland Preuß arbeitet seit 10 Jahren für die Süddeutsche Zeitung und wirkt dort als angesehener und vielgelesener Journalist. Auch ich persönlich schätze seine Artikel sehr. Er studierte Geschichte, Philosophie und Volkswirtschaft in Freiburg und Edinburgh, oder sagt man Edinburgh, wo er sich besonders mit der Geschichte der Bundesrepublik, Wirtschaftspolitik und Geschichtsphilosophie auseinandersetzte. Nach dem Studium und Stationen bei der Badischen Zeitung in Freiburg und dem Südwestdeutschen Rundfunk besuchte er die Berliner Journalistenschule und dort war er später auch als Dozent tätig. Herr Preuß hat zusammen mit seinem Kollegen Tanjew Schulz das Buch Gutenbergs Fall, der Skandal und seine Folgen für Politik und Gesellschaft veröffentlicht. Herzlich willkommen, Roland Preuß. Ich begrüße Professor Dr. Peter Forderer. Herr Forderer ist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft im Gegenüber der Universität Mannheim. Herr Forderer hat Psychologie in Heidelberg, Soziologie in Mannheim und Heidelberg, Sozialpsychologie an der New York University und der University of Michigan studiert. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikations-, Musik- und Medienwissenschaft der TU Berlin, hat in Medienwissenschaft promoviert und kann auf zahlreiche Professuren zurückblicken. Zum Beispiel University of Toronto, Hannover, Los Angeles, Freie Universität Amsterdam und seit 2010 eben Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft in Mannheim. Seine Werke aufzuzählen, würde den Abend füllen. Ich wähle ein paar aus, die jetzt hier auch für das Thema einschlägig sind. Zum Beispiel zusammen mit Norbert Gröben Leserpsychologie, Lesemotivation, Lektürewirkung, ein echtes Bildungsthema. Und auch schon 1988, also echt vorgedacht, dann als Mitherausgeber des Lehrbuchs für Medienpsychologie, Mitherausgeber von Playing Video Games, Motives, Responses and Consequences und viele andere mehr. Herzlich willkommen, Peter Forderer. Ich begrüße schließlich Dietrich Brandz, der unsere Talks seit langem begleitet. Herr Brandz ist Redaktionsleiter von SWR 2 Aktuelle Kultur und bekannt geworden durch seine SWR 2 Forumssendungen, die immer höchst interessant daherkommen. Herzlich willkommen, Dietrich Brandz. Ich bedanke mich nochmal ausdrücklich bei unserem Hauptsponsor BASF und den Förderern Landeszentrale für Medien und Kommunikation, wie gesagt, Frau Pepper bei den Technischen Werken Ludwigshafen, bei der GAG, bei der Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse und bei der Stiftung, wenn Sie wollen, hauseigenen Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum, ohne die diese Veranstaltungsreihe so nicht hätte zustande kommen können. Herzlichen Dank an Sie persönlich und auch institutionell. Ich möchte nicht versäumen vorneweg, sonst vergesse ich zum Schluss wieder, all meinen Mitarbeitern zu danken, die für die Umsetzung und Darstellung dieser Veranstaltungen gerade stehen. Frau Sonnenstatter, Frau Wagner-Schwabe, Frau Schwabe, Herr Dotzauer, Herr Motzko und Herr Fischer. So, und ich danke noch dem offenen Kanal. Ich danke noch dem offenen Kanal für seine abermalige Präsenz. Ich wünsche einen spannungsreichen Abend. Vielen Dank, Herr Kuhfeld, für die freundliche Einleitung und herzlich willkommen zu diesem letzten Podium in der Reihe, die sich mit dem Homo Digitalis beschäftigt. Es geht heute Abend eher um den jungen Homo Digitalis, Menschen, die mit der digitalen Welt groß werden, die nicht einwandern müssen, weil sie dort zu Hause sind und wie sie sich bilden in dieser Welt. Da kann man jetzt zum einen ganz klassisch fragen, wie Bildung sich verändert. Ideal wäre positiv verändert, weil der Zugang zu Bildungsinhalten sich erweitert durch digitale Angebote. Wenn man mit mobilen Geräten jederzeit und überall nur einen Klick entfernt ist von Wissen und Informationen, wie es auch in der Ankündigung zu diesem Podium heißt. Zum anderen kann man fragen, wie sich Werte herausbilden, wie sich eine Persönlichkeit bildet, Charakterbildung vielleicht, wenn das Sozialverhalten im Netz ins Spiel kommt, dann geht es sehr schnell um große Themen, dann geht es zum Beispiel
um die Würde und wie sie verletzt werden kann durch Cybermobbing, Bashing, Shitstorms und das, was man Haten nennt, Disliken etc. Es geht um Persönlichkeitsrechte, Freiheitsrechte und wie man sie selber gefährden kann im Netz, indem man etwas oder viel von sich preisgibt, Infos, Fotos, indem man sich selbst darstellt für Jugendliche, vor allem zum Beispiel auf YouNow inzwischen. Es geht dann auch um das digitale Double, das wir alle haben, das Daten-Ich, das Persönlichkeitsprofil, das datenspeichernde Konzerne von uns anlegen, basierend auf den Suchbewegungen, den Datenspuren, die wir hinterlassen im Netz, vielleicht sogar zwangsläufig, wenn wir nicht total offline leben wollen, dann gibt es da zumindest ein Spannungsverhältnis zwischen diesem Doppelgänger und dem Selbstbild. Und auch da kann man fragen, wie Jugendliche sich darin zurechtfinden. Insgesamt, das ist auch im Titel der Veranstaltung, geht es um so etwas wie einen Kompass, mit dem man sich orientieren kann, beziehungsweise mit dem man vielleicht auch navigieren kann, sagt man heute eher, durch Bildungs- und auch durch andere Angebote. Ich würde gerne mit der Medienkompetenz anfangen, die auch Herr Kuhfeld schon angesprochen hat. Vielleicht in einem ganz einfachen Sinne erstmal, Frau Kimmel. Wenn man bei Ihnen auf der Seite ClickSafe sich durchklickt oder sich auch festliest, zum Beispiel in der Rubrik Medienethik, dann entsteht ziemlich schnell die Frage, bei mir zumindest, wie reflektiert gehen die Jugendlichen eigentlich mit dem Netz um? Wissen sie, was sie tun, wenn sie liken, disliken, haten, mobben oder vielleicht auch tatsächlich Informationen wollen, Bildung wollen? Also zum einen denke ich, kann man das nicht pauschal sagen, gehen alle Jugendlichen reflektiert mit dem Netz um. Das ist sehr stark vom Bildungshintergrund abhängig und auch vom Alter abhängig. Warum wir aber uns mit dem Thema auseinandersetzen, ist vor allem, weil wir festgestellt haben, das reine Informieren und Wissen vermitteln, sensibilisieren, was die sozialen Netzwerke betrifft oder die Dienste, in denen sich die Jugendlichen bewegen, reicht heute eigentlich nicht mehr aus. Denn das, was uns am meisten beschäftigt, sind eigentlich die Themen, die hier zum Tragen kommen, wenn es um solche Fragestellungen geht wie Cybermobbing, wie verletzendes Online-Verhalten oder auch wie gehe ich mit meiner Privatsphäre um, wie gehe ich mit meinen privaten Daten um. Und hier stellt sich die Frage, wie muss man diese Reflexionsprozesse anstoßen? Und das haben wir eigentlich mit diesen Inhalten, die wir hier entwickelt haben, versucht nochmal darzustellen. Und hier geht es vor allem darum, dass wir aufgezeigt haben, was wir in der Medienkompetenz bisher immer machen, ist von der Sensibilisierung über eine Analyse in eine Reflexion Jugendliche zu führen. Aber wenn es um ethische Fragestellungen geht, das heißt eigentlich vor allem, wenn ich eine Haltung entwickeln möchte zu einer Verhaltensweise, zu etwas, wie ich mich tatsächlich, wie stehe ich denn zu bestimmten Situationen, dann müssen wir sie noch ein Stück weiterführen. Und das ist genau das, wo wir im Moment eigentlich ansetzen und sagen, über diese Reflexion und Analyse hinaus geht es hier jetzt auch darum, sie mit Wertekonflikten zusammenzubringen. Hier was, auch noch mal. Entschuldigung, Frau Kimmel, was können das zum Beispiel für Wertekonflikte sein? Das kann zum Beispiel sein, für Jugendliche ist es vor allem in sozialen Netzwerken ein ganz großes Thema Selbstdarstellung. Ich zeige mich, ich lege ein Profil an, ich erprobe mich, wie reagieren andere auf mich? Demgegenüber steht aber, wie schütze ich mich? Also der Schutz der persönlichen Privatsphäre. Es gehört auch dazu, als großer Wert von Jugendlichen, dass sie darüber sich Anerkennung holen, dass sie Verbundenheit mit anderen wahrnehmen, wenn sie in diesen Diensten sich bewegen. Und demgegenüber steht aber auch wieder, wie weit kann ich hier gehen? Denn meine Privatsphäre zu schützen heißt auch nur bestimmte Fragestellungen über mich zu beantworten, bestimmte Daten über mich preiszugeben. Das sind Konflikte, in denen Jugendliche tatsächlich sich bewegen. Und wie bieten Sie denen dann an, sich zu orientieren? Also wenn es zum Beispiel um den Konflikt geht zwischen Anerkennung, das ist ganz klar, also ja. Pubertierende müssen Anerkennung bekommen, auch um sich zu entwickeln, gar keine Frage. Also Anerkennung auf der einen Seite führt dann zu dieser Selbstoffenbarung, man stellt viele Dinge ins Netz, testet wahrscheinlich auch, probiert sich aus, wie wirkt das und
gibt aber den Schutzpreis und weiß vielleicht gar nicht, wie lange bleiben die Bilder drin, wie lange bleibt die Information im Netz. Das muss man abwägen. Welche Handreichung sozusagen geben Sie den Jugendlichen über ClickSafe, sich da jetzt zu orientieren und das abzuwägen? Ja, wir führen sie über Fallbeispiele, über Rollenspiele, über Storytelling eigentlich in solche Situationen hinein. Denn um hier tatsächlich eine Haltung zu entwickeln, die internalisiert ist, aus der ich dann agiere, weil ich überzeugt bin davon, dass es tatsächlich richtig ist, was ich jetzt mache, muss ich sie auf eine Ebene bringen, wo sie auch emotional tatsächlich wahrnehmen, was das mit ihnen macht. Und das kann ich eigentlich nur, indem ich sie in Situationen führe, die nicht nur rein kognitiv sind, sondern tatsächlich auch auf einer sozialen und emotionalen Ebene sie ansprechen. Und das funktioniert über Rollenspiele oder Fallbeispiele, indem sie tatsächlich dann auch, ich sage jetzt mal, emotional erschüttert werden, um dann auch entsprechend Entscheidungen treffen zu können. Hinter all dem, Herr Förderer, steht eine Frage, die naiv klingt zwangsläufig, nämlich was ist für Jugendliche so attraktiv, sich so lange im Netz aufzuhalten? Die aktuellsten Zahlen, die ich jetzt gefunden habe, lauten 123 Minuten am Tag bei den 12- bis 19-Jährigen unter der Woche, 128 Minuten am Wochenende. Also es muss sehr attraktiv sein, so viel Zeit im Netz zu verbringen. Sie erforschen das gerade an der Uni Mannheim in einem Forschungsprojekt Permanently Online, also 123 Minuten ist dann vielleicht fast schon permanently. Die ganz einfache, scheinbar naive Frage, was ist so attraktiv für die Jugendlichen? Naja, zunächst mal zur Beschreibung. Es ist ja nicht einfach nur ein Mehr. Das Mehr an Mediennutzung bei Jugendlichen beobachten wir seit vielen Jahren. Es ist nicht auch nur ein Mehr an zusätzlichen und weiteren Angeboten, sondern es ist fast so etwas wie ein Quantensprung passiert, weil zum ersten Mal ist das Angebot in seiner Vielfalt quasi unerschöpflich. Das war noch vor wenigen Jahren anders. Es gab klare Begrenzungen. Und die Form der Mediennutzung ist, wenn Sie so wollen, entgrenzt, weil es gibt keine Orte mehr. Und es gibt keine Zeiten mehr, in denen es grundsätzlich nicht möglich wäre. Früher war Mediennutzung und bis vor wenigen Jahren war auch die Nutzung von ganz bestimmten Medien an bestimmte Zeiten und Orte gebunden. Die Zeitung wurde am ersten morgens gelesen, Radio wurde im Laufe des Tages gehört, häufig auf dem Weg zur Arbeit oder im Bad oder während der Arbeit bei bestimmten Berufen. Fernsehen hat eine ganz deutliche Verlaufskurve, da gibt es einen Peak zur Abendzeit. Und nachts gibt es so gut wie keine Angebote mehr, die von vielen wahrgenommen werden. All dieses ist vorbei. Mediennutzung findet insbesondere bei jungen Menschen überall und in jeder Situation statt, weil das, was über den Computer zur Verfügung steht, der Computer ist mobil geworden und befindet sich mittlerweile auf dem Smartphone. Und die Zuwachsraten von Smartphones sind einzigartig. Wir haben noch bei keiner Verbreitung irgendeines neuen Mediums solche wahnsinnig großen Zuwächse in so kurzer Zeit erlebt. Und Sie werden, wenn Sie sich umgucken, im Alltag auch keine Situation mehr sehen, in denen diese nicht genutzt werden. Ich kann ein Lied davon singen, in der Universität ist es gang und gäbe, dass Studierende meinen, während der Lehrveranstaltung selbstverständlich nicht nur dem Professor zuzuhören oder sich zu beteiligen, sondern natürlich mit ihrem Smartphone Messages zu bearbeiten, E-Mails zu schreiben, Nachrichten sich zuzuführen. Und es ist nicht nur in der Lehrveranstaltung, es ist in jeder auch nur noch so kurzen Situation. Jemand steht an der Kasse am Supermarkt und muss vielleicht eine Minute warten. Und diese Zeit kann er schon gar nicht mehr abwarten, sondern er zückt oder sie zückt das Smartphone und überbrückt es wiederum mit Kommunikation. Warum ist es so interessant? Meines Erachtens gibt es vermutlich drei Dinge, die zusammenkommen. Es bedient ganz offensichtlich individuelle Bedürfnisse. Da muss ein ganz, ganz starkes Bedürfnis vorhanden sein. Und es ist nicht nur ein Bedürfnis, immer weiteres Wissen sich zuzuführen, sondern insbesondere der Aspekt des mit anderen Menschen in Verbindung Stehens, also unsere Zugehörigkeit, unser Nicht-Allein-Sein-Wollen. Ein Kollege hat vor ein paar Jahren mal formuliert, es gibt keine Einsamkeit mehr.
Weil jede Situation alleine wird sofort aufgefüllt durch Kommunikation mit irgendeiner Person, die jetzt nicht da ist, aber mit der ich in Verbindung stehen kann über ein Smartphone. Be connected, da gibt es diesen Werbespruch, ne? Ja, also das genau. ist wahrscheinlich... Ja. Also es ist nicht mehr nur, ich bin drin im Sinne von im Netz und erfahre Informationen, sondern ich bin mit jemand in Verbindung. Und das ist sicherlich etwas, was Menschen schon immer umgetrieben hat und was als Bedürfnis schon immer vorhanden war. Aber jetzt kommt hinzu, dass es tatsächlich immer und überall befriedigt werden kann. Es kommen bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen hinzu. Unsere gesellschaftlichen Prozesse sind schneller geworden, haben sich beschleunigt. Die Erwartungen sind massiv angestiegen. Es gibt einen großen Erwartungsdruck an Flexibilität. Jeder muss in jeder Situation möglichst vielfältig funktionieren können. Auch das kann darüber befriedigt werden. Und in dieser Zeit, in der diese Dinge sozusagen als Bedürfnisse schon immer vorhanden sind, gibt es jetzt eben auch die entsprechende technische Entwicklung und die Geräte, um es tatsächlich zu befriedigen. Was wir noch gar nicht gelernt haben, ist zu sagen, was sind die Kosten, die ich dabei habe? Wann will ich es nicht und wann tut es mir auch nicht gut? Ja. Es gibt relativ viel Forschung in den letzten Jahren, die zeigt, dass etwa die Facebook-Nutzung neben den vordergründigen, unmittelbaren, positiven Wirkung, dass Leute das Gefühl haben, sie sind mit anderen in Verbindung, sie sind nicht alleine, sie erfahren ganz viel, auch viele Reaktionen des Gestresstseins dadurch sichtbar werden, des immer wieder reagieren müssen, des immer wieder ansprechbar sein müssen. Wir wissen aus dem Bereich der Arbeitswelt, aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, dass es zu großen Problemen führt, dass es so etwas wie den Feierabend praktisch nicht mehr gibt, also dieses aus dem Büro rausgehen und dann ist erstmal Ende und man erholt sich, sondern es gibt zumindest in vielen und immer mehr Berufen eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Erreichbarkeit und dadurch etwas, was scheinbar natürlich die Bedürfnisse befriedigt, wir wollen das ja alle, gleichzeitig aber auch zu einer immer stärkeren Belastung und auch Überlastung führt. Klingt nach einer schrecklichen Abhängigkeit und ist ja auch eine Frage in Ihrem Forschungsprojekt, wie verändert das die Leute, die gar nicht mal in so einer extensiven Mediennutzung sich befinden, sondern vielleicht auch nur die 123 Minuten am Tag nur in Anführungszeichen verbringen. Was wissen Sie darüber als Kommunikationswissenschaftler? Es gibt, bisher sehen wir sozusagen nur unmittelbare Wirkungen. Gespräche werden weniger intensiv, sie werden weniger intim. Wir erforschen auch, wie sieht es aus um intime Beziehungen, inwiefern gibt es Eifersucht. Eine der Ergebnisse einer studentischen Arbeit im letzten Monat war, die Eifersucht richtet sich gar nicht auf eine mögliche Person. Meine Partnerin ist vielleicht mit der meine Partnerin vielleicht in Verbindung ist, sondern es gibt sowas wie eine Eifersucht auf das Gerät, weil das Gerät immer vorgezogen wird. Wenn ich mit meiner Partnerin wo sitze, Sie können das beobachten, gehen Sie mal abends in ein Restaurant, in der Regel haben zumindest Leute, sagen wir mal, unterhalb des Alters vielleicht von 40, 45, haben in der Regel ihr Smartphone vor sich liegen. Und auch wenn kein Anruf oder keine Nachricht eingeht, haben Sie das Gefühl, alle paar Minuten müssen Sie mal gucken, ob nicht vielleicht eine Nachricht eingegangen ist und ob es was Neues in der Welt gibt. Das empfindet der gegenübersitzende Partner unter Umständen als Zurücksetzung. Und das verändert sicherlich oder hat schon verändert bestimmte Erwartungen an Beziehungen. Was viel interessanter ist und natürlich auch viel relevanter ist, was ändert sich langfristig? Da können wir nur spekulieren. Meine Spekulation wäre, dass das, was wir die letzten 5 Jahre etwa beobachtet haben, sich so nicht fortsetzen wird, weil es wird irgendwann den Punkt kommen, wo Leute merken, mir geht dabei auch was verloren und es wird sowas geben wie Inseln, Oasen, in denen man sagt und hier, dann bitte schön nicht und ich will das eingrenzen, ich will sozusagen immer noch derjenige bleiben, der darüber entscheidet, wann er mit jemand kommunizieren will. Aber im Moment ist dieser Punkt überhaupt noch nicht erreicht. Wir sind noch an keinem Gipfel angekommen, sondern es geht ständig weiter nach oben. Auf dem Weg hierher, um das Beispiel zu nehmen, mir fällt auf, es gibt auch immer mehr Leute, die nicht nur in Wartesituationen ihr Smartphone zücken, sondern auch in Situationen, in denen es absolut abträglich ist, also beim Laufen, beim Gehen sowieso, aber ich sehe auch immer mehr Personen beim Fahrradfahren. Als ich hier die Brücke runterfuhr von Mannheim mit dem Fahrrad, da
kamen mir zwei entgegen, die hatten in der einen Hand den Lenker, in der anderen Hand hatten sie das Smartphone. Gibt es einen Punkt in Flensburg mittlerweile dafür? Ne? Ja, ja, und es gibt auch immer mehr Unfälle. Es gibt ja auch Leute, die bewusst, nicht bewusst, die unbewusst in Laternenmasten laufen, weil der Blick nach unten gerichtet ist. Also es ist immer noch sozusagen im Anstieg begriffen, aber meine Spekulation, meine Erwartung wäre, es wird irgendwann einen Punkt erreichen, da ist man so ausreichend beeindruckt von diesen neuen Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung, dass man auch wiederum nach den Momenten suchen wird, ohne es etwas zu erleben. Schöne Szene in dem Theaterstück Gott des Gemetzels von Jasmina Reza, verfilmt von Roman Polanski mit Christoph Waltz, der das außerordentlich schön spielt, als seine Frau das Smartphone in die Vase fallen lässt und er explodiert, da ist mein Leben drin, sagt er in diesem Moment. Ganz genau. Ja, also da scheint sich schon sehr viel verändert zu haben. Ja. Wenn man das mal im Detail sieht, das will ich jetzt zitieren mit einem Text, den ich auf Ihrer Website ClickSafe gefunden habe, da kann man mit einem ganz üblichen Mediennutzungsverhalten immer tiefer gehen. Also dann hat man eine Oberfläche, wo man die ersten Fragen findet. Das ist sehr schön auf einer Seite gestaltet. Dann kommt man weiter über links, wie das so ist, und kann dann in eine noch tiefere Ebene gehen. Da kriegt man dann eine 200 Seiten wissenschaftliche Arbeit dazu, wie es mit Cybermobbing und Hate und so weiter ist. Und ich bin jetzt mal auf der mittleren Ebene geblieben bei einem Text von Sibylle Berg. Und ich zitiere den mal, weil er die Frage aufwirft, wie sich überhaupt die Persönlichkeitsentwicklung verändert durch diesen Gebrauch von Smartphones, den extensiven zum einen und zum anderen aber auch den speziellen, indem man ein aggressives Verhalten damit an den Tag legt. Also Sibylle Berg schreibt, früher standen Wütende auf der Straße und lernten Kampfsportarten, um Aggressionen abzubauen. Heute kommentiert man, schreibt Blogs oder macht Hassvideos. Wir wüten gegen Bauwerke und Kunst, die uns nicht gefällt. Wir hassen Unbekannte, die wir unsympathisch finden. Doppelwählende Chefredakteure, Dirk Nowitzki, weil er Wurst ist, die Hautfarbe einer Modekandidatin. Man pöbelt, wettert, hetzt. Das dient der Psychohygiene, das ist gut. Man zwingt die Firmen zu Reaktionen und Bundespräsidenten zum Rücktritt. Und jetzt schreibt sie weiter, in schlaflosen Minuten frage ich mich, wie die millionenfache Öffentlichkeit, die jeder heute durch das Netz hat, sich längerfristig auf die Entwicklung freier Persönlichkeiten auswirken kann. Das ist eine große Frage, eine philosophische Frage letztlich. Herr Preuß, haben Sie eine Antwort, wie sich dieses ganze Verhalten auf die Entwicklung von Persönlichkeiten auswirkt? Also die einfache Antwort wäre vielleicht, was Herr Förderer schon angedeutet hat, Dekonzentration, was man im Hörsaal vielleicht beobachten kann, aber vielleicht auch auf die größeren Themen des Sozialverhaltens, Angst, kontrolliert zu werden im Netz und so weiter. Also was das individuell jetzt mit der Person macht, ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Ich bin kein Psychologe, aber was ich dazu sagen kann, ist, was es sozusagen für politische Debatten und für uns Journalisten auch ausmacht. Auch wir sind ja Ziel dessen, was da im Netz läuft und nennen das ganz gerne mal die Kloaken des Netzes. Also man merkt eine starke Aggressivität, wodurch übrigens, da würde ich der Frau Berg widersprechen, ja die Leute, die Kampfsportarten machen, nicht ausgestorben sind, sondern das ist dazugekommen. Das ist verbaler Kampfsport. Ja, das ist verbaler Kampfsport. Und natürlich merkt man auch, dass durch Shitstorm und bei uns eben Leserbriefe und was da täglich so reinschwappt, dass versucht wird, Einfluss zu nehmen, dass da was ist, dass sich Gruppen zusammenfinden, aufpoppen, hier einen Hass kundtun und versuchen, so Einfluss zu nehmen. Und auch zum Teil versuchen natürlich, Leute kaputt zu machen, einzuschüchtern. Es gibt Drohungen gegen Journalisten, aber auch gegenüber Politikern, habe ich auch mehrfach darüber berichtet. Also da passiert was und natürlich macht es was mit den Leuten, weil die versuchen damit umzugehen, mit dem Hass, der da auf sie einprasselt. Sie versuchen es zu ignorieren, weiterzuleiten, sich gelassen zu geben, aber das geht nicht so recht spurlos an den Leuten vorbei. Das Interessante ist dann, wenn man diese Ebene des rein elektronischen verlässt, also das sozusagen des Posteintrags auf der Homepage von Spiegel Online oder von SZ.de und wie sie alle heißen, beziehungsweise der Mail, die einem geschickt wird, wo einem kundgetan wird, was man für ein ahnungsloser
Journalist sei. Und zum Teil auch mit Adresse und Telefonnummern und man ruft die Leute an, dann erfährt man plötzlich ganz andere Reaktionen, zumindest in aller Regel. Ist das, jetzt habe ich plötzlich eine Person, zwar nicht vor mir, aber ich habe sie persönlich am Hörer, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie darauf eingehen und so weiter. Also da merkt man, man folgt einem Impuls der Wut und des Hasses, hat auch leicht die Möglichkeit durch das elektronische Medium und erst wenn das sozusagen einen menschlichen Zug gewinnt, diese Handlung, nämlich indem man jetzt persönlich jemanden am Hörer hat, hat man eine ganz andere Reaktion. Also zumindest ist es in der Regel so. Und manche werden dann auch interessanterweise sehr kleinlaut und fragen, muss ich da jetzt irgendwas befürchten oder so. Also es ist, was dann wiederum in die Klientel ganz tief blicken lässt. Ne? Also dass da sozusagen, dass man es zum Teil mit einem Zwergenaufstand zu tun hat oder zumindest mit Leuten. Der Soziologe Heinz Bude spricht ja davon, das sind sehr, sehr viele zu kurz gekommene, die sich unterschätzt fühlen, die sich da austoben im Netz. Interessanterweise ein Buch über die Angst, in dem das zu finden ist. Und die Angst ist wahrscheinlich, oder ist eine Frage zumindest, also verändert sich das Verhalten in Richtung Angst, also bei den Bedrohten oder bei denen, gar nicht Journalisten, sondern vielleicht auch im normalen Sozialleben. Die Sibylle Berg meint oder fragt vielmehr, hat jetzt jeder Angst vor der Überwachung, der Anzeige, den Kommentaren und wie wird unsere Welt aussehen, wenn alles, was einer tut, durch seine Angst vor einer negativen Bewertung und Hassattacken geschieht? Misstraut man dann der neuen Liebe zum Beispiel, denn sie könnte ja alle Briefe veröffentlichen, später irgendwann einmal? Hungert man sich auf akzeptierte Normformen herunter, aus Angst, hämisch kommentiert zu werden? Glauben Sie, dass sich das Sozialverhalten, das ist ja dann im realen Leben das Sozialverhalten oder das persönliche Verhalten verändert durch dieses Sozialverhalten im Netz? Ich glaube das schon, ohne das belegen zu können natürlich. Also wenn Sie, ich möchte mal ein Beispiel nehmen, das ist jetzt völlig unbelegt, aber wenn Sie sowas verwenden wie die FKK-Kultur, ja, die nach meinem Eindruck zumindest in den 70er, 80er Jahren deutlich weiter verbreitet war, als sie heute das ist. Könnte das nicht auch etwas damit zu tun haben, dass man inzwischen jederzeit auch an jedem Seeufer und am Meer fotografiert und auf Facebook gestellt werden kann? Kann es etwas damit zu tun haben? Kann es etwas damit zu tun haben, ob ich mit meinem Partner nun Nacktaufnahmen vornehme oder erotische Filme drehe, wenn ich weiß, das kann mit ein paar Klicks auf YouPorn landen? Ich würde schon behaupten, dass es dass viele Leute, je nachdem, wie viel sie es reflektieren, das im Hinterkopf haben, wenn sie sowas machen, weil sie wissen, es kann gegen sie verwendet werden. Und es gibt ja auch genug Beispiele von Menschen im öffentlichen Leben, wo uralte Fotos oder Texte ausgegraben wurden und ihnen damit sozusagen ein Strick gedreht wurde. Es gab zum Beispiel einen Mitarbeiter von Karl Theodor zu Gutenberg, dessen Name mir nicht mehr einfällt, als der in der Karriereleiter nach oben stieg, wurde ein Jugendfoto ausgegraben, wo er den Hitlergruß zeigen soll. Und er ist zurückgetreten deswegen. Und das hat natürlich alles damit zu tun, ich kann das jetzt alles leichter dokumentieren, ich kann es nachverfolgen und ich kann es dann auch verbreiten übers Internet. Jeder kann es sehen und sieht, schaut euch mal an, wer ist hier im politischen Betrieb, das geht doch nicht. Verändert sich die Sozialkontrolle dazu? Das ist jetzt eine sehr soziologische Frage. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Jugendlichen dabei, Frau Kimmel. Würden Sie sagen, es findet eine andere Sozialkontrolle dadurch statt, dass man immer in der Gefahr leben muss, von digitalen Spiegeln umstellt zu werden, wie auch immer die Portale dann jetzt heißen, YouNow oder im schlimmsten Fall vielleicht YouPorn oder was auch immer? Verändert sich die Sozialkontrolle? Ich glaube, wir müssten eher darüber nachdenken, was überhaupt auf der Ebene der Sozialkompetenzen hier vorhanden ist. Was heißt das eigentlich bei gerade bei Jüngeren, bei Jugendlichen? Oder auch an diesem Beispiel sieht man ja, es fällt ja scheinbar viel leichter, ein Gegenüber zu beleidigen oder auch zu belästigen, wenn ich ihn nicht sehe. Das ist ja erstmal eines. Das, was wir hier vor allem
bei Jugendlichen feststellen, ist auch hier spielt es eine ganz große Rolle, aber auch hier arbeiten wir vor allem mit diesen Fähigkeiten, dass wir das auch wieder ins reale Leben übertragen. Das heißt, das, was hier passiert im Netz, auch das, wie es dem Gegenüber geht, das müssen wir erstmal auch ins Bewusstsein des Einzelnen bringen. Das heißt, wir haben ja gerade auch in unseren Materialien zu diesen ethischen Fragen, einer dieser Bausteine geht vor allem um verletzendes Online-Verhalten, und da stellt sich die Frage, was bedeutet es eigentlich, Verantwortung für den anderen zu übernehmen? Was bedeutet es, Zuschauer zu sein? Also ich kriege mit, dass andere belästigt werden, aus Angst vielleicht selbst belästigt zu werden, tue ich überhaupt nichts. Das ist ein interessanter Punkt, die sogenannten Bystander, habe ich bei Ihnen gelernt, sind ganz wichtig, weil sonst die Angst nicht funktioniert, weil sonst das Ding gar nicht verbreitet wird. Die liken das vielleicht irgendwo und verbreiten es weiter, könnten es ja auch anprangern und verhindern. Wobei Bystander ja auf beiden Seiten stehen. Bystander können die Unterstützer der Opfer sein, aber tatsächlich auch die, die einfach nur zuschauen, oder die das tatsächlich mit weiter verbreiten. Das ist richtig. Aber was hier vor allem ein wichtiger Aspekt ist, ist, Jugendliche auch mal dahin zu führen und ihnen bewusst zu machen, was bedeutet es eigentlich, verletzt zu werden? Wo verletzt man? Wie kann man jemanden verletzen? Und was macht das mit dem Einzelnen? Und das können wir hier übertragen, indem wir arbeiten in unseren Materialien viel mit Beispielen aus dem Netz, aber dann natürlich auch in der Übertragung, habe ich das selbst schon mal erlebt, wie habe ich mich denn dabei gefühlt, was macht das mit mir, wie komme ich wieder aus dieser Situation raus. In der Regel ist es ja gerade beim Cybermobbing so, dass sich viele der Betroffenen unglaublich schämen und sich sehr, sehr lange keine Hilfe holen, weil sie sich schämen, überhaupt in diese Situation gekommen zu sein. Und das, was man hier erstmal tun muss, ist aufklären, es kann jeder in diese Rolle kommen, jeder kann tatsächlich belästigt, beleidigt werden. Das hat erstmal gar nichts damit zu tun, dass ich ein typisches Opfer bin oder was auch immer, sondern hier auch Hilfestellung zu geben, was kann ich denn tun? Und vor allem, was kann ich tun, wenn ich gar nicht selbst Betroffener bin, sondern Zuschauer bin? Und das ist unsere große Chance in der Pädagogik, weil das ist der größere Teil der Jugendlichen, die Zuschauer sind und in der Regel nicht reagieren. Und die gilt es einfach nochmal stark zu machen, denn die haben ein Wertegerüst. Die wissen schon sehr klar, was es bedeutet, auch wenn jemand in so eine Situation gerät, haben häufig aber keine Ideen auch darüber, wie sie denn unterstützen können und was sie tun können. Und vielleicht ist auch erstmal diese Angst an erster Stelle. Und hier gilt es, mit diesen Jugendlichen zu arbeiten, sie nochmal zu sensibilisieren, wie weit geht das, wie tief kann so eine Verletzung gehen. Wir gehen sogar auf die Ebene der Menschenwürde, dass wir tatsächlich auch nochmal Menschenrechte besprechen und Menschenwürde auch nochmal thematisieren, was bedeutet das eigentlich. Und dann mit diesen Jugendlichen auch arbeiten und ihnen hier auch tatsächlich Möglichkeiten bieten, wie sie reagieren können. Das heißt aber, wir sind hier schon wieder mit den pädagogischen Maßnahmen eigentlich weg von den Medien erstmal. Also wir gehen über die Medien eigentlich in ganz bekannte Methoden der Pädagogik, würde ich mal sagen, nämlich in Stärkung der Sozialkompetenzen und der emotionalen Kompetenzen. Das ist das, was hier Jugendliche brauchen. Und was sie hier vor allem auch nochmal brauchen, ist, dass sie verstehen müssen, welche Fähigkeiten brauche ich denn als Einzelner, um mich hier eigentlich auch selbst schützen zu können oder andere zu unterstützen. Bei den anderen gibt es den Begriff Netzcourage, analog zu Zivilcourage mittlerweile. Viele Punkte, die man nennen kann, aber alle, die Sie nennen auch, sind eigentlich Dinge, die im realen Leben genauso zu praktizieren sind, wie man sie dann online praktizieren könnte. Genau. Also zum Beispiel bereit sein, bis zu einer gewissen Grenze auch Nachteile in Kauf zu nehmen,
wenn man sich gegen etwas ausspricht. Mhm. Oder sich gegen die Beleidigung und Verletzung auszusprechen, auch anderer, auch wenn das andere in der Peer Group witzig oder auch okay finden. Und ein ganz wichtiger Punkt vielleicht auch, sich Hilfe bei anderen zu holen, wann immer diese nötig ist, empfehlen Sie, um die Scham zu überwinden. Mhm. Mhm. Also da wird es sehr schnell konkret, wenn es in diese ethischen Fragen geht. Aber es scheint ja so eine Lücke zu bestehen, Herr Förderer, bei dieser ethischen Frage. Man kann die Fernwirkungen schlecht absehen. In dem Roman Dave Eggers, The Circle, liest man das gleich zu Beginn. Es ist eine junge Frau, die möchte unbedingt in dieses wahnsinnig coole Internetunternehmen hinein, die so eine Weltmacht im Internet, möchte da arbeiten, kommt aus der Provinz und freut sich, an ihrem ersten Arbeitstag in dem Fahrstuhl in ihr Büro zu fahren. Da, wo sonst der Spiegel ist im Fahrstuhl, ist so ein interaktiver Bildschirm. Und da hat ihre Freundin, die da arbeitet, ein Jugendfoto von ihr platziert, das sie ganz, ganz schrecklich findet. Also müsste sie nachvollziehen, woher kommt dieses Jugendfoto, wann ist es gepostet worden, hat sie es selber gepostet, hat eine Freundin das gepostet. Das sind ja Fragen, auch wenn das Beispiel jetzt klein sein mag, das führt aber oft zu Beleidigung, Belästigung, Verleumdung, eigentlich lauter Straftatbeständen, wenn man möchte. Die Frage ist, kann man das überhaupt unter den normalen ethischen Kriterien fassen, so eine Fernwirkung von etwas, oder ist man da zwangsläufig irgendwie überfordert? Also zunächst mal ist das ja nichts Neues. Bestimmte Handlungen, Reaktionen, die bei einem Gegenüber etwas auslösen, werden immer sehr viel leichter und ungehemmter vollzogen, wenn das Gegenüber, das diese Konsequenzen erfährt, nicht sichtbar ist. Es kommt die Anonymität sehr häufig noch dazu, das würde zu dem Beispiel passen, was wir vorhin angesprochen hatten. Wenn sich jemand im Netz äußert und nicht mit Klarnamen, sondern mit einem Pseudonym sich nur äußert. Aber es gilt immer die Regel, dass derjenige, dem etwas widerfährt, dass der zunächst mal für mich nicht erkennbar ist. Das wissen wir eigentlich schon sehr lange, dass das dazu beiträgt, dass man auch brutale und brutalste Handlungen leichter vollziehen kann. Nicht ohne Grund sprechen Soldaten über die Opfer ihrer Angriffe nicht von bestimmten Menschen, sondern sie schießen irgendwo rein ins Ziel und depersonifizieren sozusagen die Opfer. Und in gewisser Weise haben wir so eine Situation natürlich in der Kommunikation im Netz. Der unmittelbare Gegenüber, auch wenn ich ihn kenne, auch wenn er einen Namen hat, ist zumindest nicht sichtbar. Ich sehe nicht, was unmittelbar mit ihm passiert. Wir wissen, dass wir sehr viel leichter und ungehemmter dann etwas von uns geben, wenn wir die Konsequenzen nicht abschätzen können. Zweites kommt hinzu, es gibt so etwas wie Vergessen immer weniger. Und das halte ich eigentlich für eine ganz große Katastrophe. Die Lifeline etwa bei Facebook vergisst nichts. Ja. Das ist gerade eine große Diskussion in der EU, ja, ne? Das Recht auf Vergessen. Ja. Und es gibt schon einen Grund, warum Menschen vergessen. Also vieles vergessen wir, weil wir die kognitiven Kapazitäten nicht haben, uns alles zu merken. Aber vieles von dem, was wir vergessen, hat eine psychohygienische Funktion. Ganz viele Dinge wollen wir auch nicht mehr wissen und wollen wir gerne vergessen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Wenn uns jetzt sozusagen das Netz sagt, du darfst eigentlich gar nichts mehr vergessen. Und das Beispiel, was Sie erwähnt haben aus dem Buch von Eggers, ist ja so eines. Sie wollte diesen Teil von sich nicht mehr vergegenwärtigen und sie wollte schon gar nicht das andere es sehen. Ja. Dieses wird zunehmend weniger möglich. Wenn ich noch einen Satz sagen darf zu dem Thema Angst, ich bin schon der Meinung, dass die Angst berechtigt ist und dass es Gründe gibt, vorsichtig zu sein und auch ängstlich zu sein. Ich sehe sie aber nicht und in unseren Studien merken wir auch, dass sie relativ wenig verbreitet ist. Also was Frau Berg da beschreibt, zeichnet den normalen Nutzer, die normale Nutzerin relativ wenig aus. Es gibt wenig Reflexion insgesamt
darüber, was eigentlich mit den Informationen passiert, was damit gemacht werden kann. Sicher gibt es den einen oder anderen, der sich überlegt, vielleicht stelle ich bestimmte Bilder nicht zur Verfügung, weil sie landen irgendwo. Aber insgesamt ist es zunächst mal absolut überraschend und beeindruckend im negativen Sinne, wie freimütig nicht nur Kinder und Jugendliche, die vielleicht noch gar nicht abschätzen können, dass ein Bild von ihnen in einer bestimmten Situation in 30 Jahren oder auch nur in 5 Jahren bei einem Vorstellungsgespräch ihnen vorgelegt eine unangenehme Situation hervorruft, sondern ich glaube, das gilt für die allermeisten Menschen, dass sie sich nicht darüber klar werden, was geben sie von sich preis. Wir hatten vorhin eine kurze Diskussion über das soziale Netzwerk WhatsApp. Jeder, der WhatsApp nutzt, stellt sein gesamtes Personenregister, Facebook, zur Verfügung. Wenn sie das nutzen, wird das alles ausgelesen. Das kann man alles wissen, das ist alles keine Überraschung, kann man sich auch denken, aber niemand vergegenwärtigt sich das oder kaum jemand vergegenwärtigt sich das und sagt, warum sollte ich das nicht nutzen? Es scheint ja eher so zu sein, dass Leute das wissen, da gibt es dieses Privacy-Paradox, also man weiß es eigentlich, man weiß auch, Facebook löscht quasi nie, es gibt jetzt diesen Prozess gerade auch im EuGH, ein österreichischer Student hat geklagt, löscht aber nie, man weiß es und wird trotzdem Mitglied. Also von daher, die Angst ist berechtigt, es ist ein relativ unängstliches und unvorsichtiges und auch argloses Verhalten, was im Netz gezeigt wird, was in keinem Verhältnis steht zu dem, was eigentlich notwendig wäre. Also ein allgemeines Defizit, das man daraus jetzt konstruieren könnte, wäre tatsächlich Medienkompetenz. Also erstmal ein reflektierter, aufgeklärter Umgang mit den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten oder den Langfristfolgen, die das im Netz hat. Medienkompetenz ist immer die richtige Antwort, da kann man überhaupt nichts dagegen haben. Das Problem bei der Medienkompetenz, zumindest in der Vergangenheit, war Medienkompetenz viel zu sehr eingeschränkt auf den kompetenten Umgang mit Medien. Das ist alles kein Thema mehr. Die Medien sind in ihrer jüngsten Generation uns so entgegengekommen, dass wir nur noch wenig kompetent. Ich kann mich noch erinnern, als der Videorekorder eingeführt wurde. Und da war noch Medienkompetenz vorhanden oder notwendig, um den zu programmieren. Sie brauchen heute nicht mehr wirklich viel Kompetenzen haben, um die Medien, die sozusagen ohne Aufwand zu betreiben sind und mit denen unglaublich viel gemacht werden kann, tatsächlich auch zu betreiben. Die Medienkompetenz, die notwendig ist, meine Sache, wenn ich den Satz noch sagen darf, ist eine, sich vorzustellen, wie ein Leben aussieht, das nicht in jeder möglichen Situation von den Medien dominiert wird. Ich erlebe die jüngere Generation als wenig medienkompetent. Die können alle mit den Geräten umgehen, aber sie haben alle gar keine Vorstellung davon, dass in bestimmten sozialen Situationen es unangemessen ist, für sie von Nachteil ist, es für sie zu Einschränkungen führt, negative Wirkungen hat und, sondern sie sind berauscht und glückselig über die Möglichkeiten, die sich gerade ergeben. Genau, das wäre die Frage, was beinhaltet Medienkompetenz heute? Also der technische Umgang ist es gewiss nicht, weil die Geräte sind mehr oder weniger selbsterklärend. Also das fällt irgendwas runter, man klickt irgendwas an, man kommt irgendwo hin, das erklärt sich wirklich selbst. Also diese technische, wenn man so will, Kompetenz braucht man eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich eine Kulturkompetenz, die dann tatsächlich mit Wertefragen auch sehr stark zusammenhängt. Eben mit Privatheit, Persönlichkeit, was schützt man, was lässt man außen vor, wie lernt man das, wer will. Ich würde ganz gerne mal, wir hatten gerade eben dieses Privacy-Paradox angesprochen. Was wir hier ja wissen, ist, es ist vielen, wenn man nicht nur Jugendliche, also da müssen wir uns wirklich selbst auch als Erwachsene an die Nase fassen, wenn man hier Befragungen macht, ist vielen klar, dass sie sich schützen müssen und auch wollen. Wenn man aber, und das ist gerade dieses Beispiel WhatsApp, fragt, würden Sie auf einen Dienst verzichten, wenn Sie tatsächlich diese ganzen Daten weitergegeben werden, dann ist es in der Regel nämlich so nicht. Sie würden auf diesen Dienst nicht verzichten, das kennen wir ja vor allem bei WhatsApp.
Was hier aber dahinter steht und was wir bei Jugendlichen auch wissen, dass vor allem dieses Thema, was bedeutet Privatsphäre und welchen Wert hat Privatsphäre heute noch für uns, dass das relativ diffus ist. Wenn wir bei jüngeren Menschen, wenn wir die befragen, dann erhalten wir, wenn es darum geht, was heißt Privatsphäre, was heißt es, sich hier auch zu schützen, dann geht es eher darum, dass man die Opt-in, Opt-out Optionen der Dienste meint, aber dass man mit Privatsphäre das, was wir eigentlich bisher darunter verstanden haben, nämlich auch einen Rückzugsraum für sich zu haben, den ich nicht mit Menschen teile, die vielleicht in meinem Arbeitsumfeld sind oder auch in meinem erweiterten Freundeskreis, sondern in meiner Familie oder meinen ganz intimen Kreis, dass sie das heute nicht mehr unter Privatsphäre verstehen. Die Konsequenz für mich daraus ist, dass wir hier immer wieder in Dialog gehen müssen mit jungen Menschen und hier uns auch austauschen müssen, welche Werte wir hier auf dieser Ebene für uns auch durchsetzen wollen. Und das sind gesellschaftliche Fragen aus meiner Sicht, die wir auf unterschiedlichsten Ebenen denken müssen. Das eine ist auf Bildungsebene, hier tatsächlich auch nochmal zu überlegen, wie wir das mit jungen Menschen oder auch gesellschaftlich aushandeln. Das heißt aber auch, dass wir politisch denken müssen. Wir müssen auch hier einfordern, dass wir tatsächlich uns schützen können und dass Dienste wie WhatsApp nicht Berechtigungen abfragt, die sie gar nicht brauchen, die tatsächlich hier zugreifen auf bestimmte Daten, auf Ortungsdaten, die sie eigentlich nicht unbedingt brauchen. Das heißt, wir müssen iPhone 6 von dem Kauf muss man eigentlich abraten Beispiel, unter diesen Kriterien, weil indem man das Gerät anschaltet und allem zustimmt, stimmt man auch zu, dass Apple als Konzern von da an alles mitverfolgt, was man im Netz tut und ähnlich wie bei WhatsApp alle Daten abgreifen. Genau. Entschuldigung. Und das sind diese Dimensionen, die wir beachten müssen. Also es gibt hier tatsächlich auch noch die Aufgabe, Sie haben es eben gerade genannt, ist das Recht auf Vergessenwerden, heißt es ja, was im Moment bei der EU durchgeht. Und auch hier gilt es tatsächlich auch politisch darauf zu drängen, dass hier entsprechende Gesetze auch durchgesetzt werden, um auch Privatsphäre zu schützen, dass sowas nicht passiert wie Bilder nach Jahren zu finden. Ja, ich würde mich mal gerne der Frage, also ich kann das nur unterstreichen, was Frau Kimmel gesagt hat und mich der Frage nähern, wessen Aufgabe ist das, das zu machen, weil mit Gesetzen alleine wird man ja nur die Möglichkeit schaffen, also nur die Hülle, das anzuwenden, aber ich denke, dass es mehr als bisher ein Thema sein muss für Schulen und auch bis hinein in die Hochschulen sowas zu befördern. Also da kommt man nicht drum rum. Allerdings hat man dort ein Ressourcenproblem, nach meinem Eindruck, dass man eben bei doch vielen Lehrern sozusagen nicht das Wissen vorhanden ist, weil man sich eben auch nicht in diesen Welten bewegt. Das ist auch eine Generationenfrage. Da wird dann eben Facebook und WhatsApp nicht so genutzt und dementsprechend fühlen sich dort die Schüler überlegen. Das ist eine andere Welt, ne, in die man erst reinkommen muss. Ich möchte noch was zum Thema Medienkompetenz sagen, weil die Überschrift leitet ja etwas weiter gefasst, nämlich Bildung im digitalen Zeitalter. Und das erschöpft sich ja auch nicht nur in sozusagen dem Umgang mit den eigenen Daten und der Recherche in den sozialen Netzwerken und was ich dort preisgebe, sondern es hat ja auch sehr stark damit zu tun, also wenn wir einen weiteren Bildungsbegriff nehmen, Sie haben von Kulturkompetenz gesprochen. Dazu zählt natürlich auch ganz entscheidend die Kompetenz der Informationsbeschaffung. Und da nähern wir uns eben dem, wo einige Kritiker ja sagen, ja gut, was das Internet vermittelt, ist ja gar keine Bildung oder es ist Häppchenbildung oder es ist eine zusammengeschusterte Bildung. Also wenn ich mit Lehrern spreche, dann sagen die ja, zum Teil kriege ich da halt zusammengegoogeltes Zeug, das sind dann Thesenpapiere, zusammengegoogeltes Zeug, das wird dann zu Referaten gemacht. Das ist nicht mehr Bildung, ne? Das ist nicht ein Durchdringen des Stoffes. Das alles gibt es, also es gibt auch inzwischen den schönen Begriff, wenn ich mir eine Hausarbeit zusammengegoogelt habe oder ein Referat, dann nennen die das Gutenbergen.
Aber ich würde sagen, das rückt die negativen Aspekte des Netzes in den Vordergrund, weil das alles gibt es. Aber die Chancen sollte man dabei nicht vergessen, nämlich dass wir eine unglaubliche Möglichkeit haben, hier kostenlos oder fast kostenlos an sehr, sehr gute Quellen heranzukommen. Aber man muss sie eben auch nutzen. Und genau darum geht es, das zu schulen und die Leute dazu zu bringen, sich eben nicht Dinge zusammen zu Gutenbergen, sondern tatsächlich bis zu den Originalquellen zu gehen und ein sauberes wissenschaftliches Arbeiten zu leisten, trotz der Möglichkeiten und zum Teil verführerischen Möglichkeiten des Internets. Also das Thema Medienkompetenz, Entschuldigung, das ist in der Tat ein Allerweltsbegriff, der hat natürlich viele Facetten. Die eine Facette ist, so reflektiert mit den Angeboten des Netzes umzugehen, dass man vieles ausschließen kann. Das ist der ganze Schutz der Privatsphäre zum Beispiel. Und was Sie jetzt ansprechen, Herr Preuß, ist natürlich sozusagen die andere Seite der Medaille, nämlich das Positive, also was man alles einschließen kann, was man sich alles erobern kann sozusagen oder erarbeiten kann im Netz. Aber die Grundfrage, die Sie auch angesprochen haben mit diesem Copy and Paste Gutenbergen, ist ja, also welche Durchdringung des Stoffes findet statt, welche Aneignung von Wissensinhalten geschieht dann wirklich oder ist das so ein Durchsurfen und nach 3 Tagen hat man es vergessen, was man selbst abgeliefert hat? Wo ist der qualitative Unterschied und wie stellt man den her? Das ist ja auch eine Frage von Medienkompetenz. Naja, eben das ist ja der qualitative Unterschied. Man muss erreichen, dass man den Stoff, der ja viel leichter zugänglich ist, also auch Bücher, wissenschaftliche Aufsätze. Es gibt inzwischen hervorragende Angebote im Netz. Das heißt, die Beschaffung gezielter Informationen ist deutlich einfacher geworden. Das Entscheidende ist nun, was daraus gemacht wird. Können Sie mal ein paar Angebote nennen? Also das sind Vorlesungen, die von Unis Vorlesungen, also von Universitäten. Es gibt Datenbanken, angefangen von der Bayerischen Staatsbibliothek bis hin zu was weiß ich nicht allem, wo man auch elektronische Aufsätze beziehen kann. Auch da ist Mist darunter, kein Zweifel. Ja, da gibt es Portale, die stellen, da gab es neulich mal einen Versuch, Nonsensaufsätze ins Netz, aber es gibt eben auch Verlässliches, häufig eben von Hochschulen, Hochschulverbünden oder eben, was ich ganz gerne nutze, Bayerische Staatsbibliothek. Und dort finden Sie aktuell und leicht zugänglich das Material. Das heißt, es entfällt eben das, was man früher hatte. Man muss dorthin gehen, man muss es bestellen und dann dauert es 2-3 Tage, bis es aus dem Archiv da ist. Also das erleichtert eine schnelle und seriöse Durchdringung des Stoffes enorm. Man muss das allerdings dann auch nutzen, diesen Zeitgewinn und diesen erleichterten Zugang zu den Informationen und damit tatsächlich auch arbeiten. Und was der Vorwurf ja ist, es werden dann Texte gescannt, zum Beispiel nach bestimmten Begriffen. Dort werden dann Zitate rauskopiert oder Passagen rauskopiert und damit eben eine Arbeit zusammengeschustert. Und das ist natürlich nur eine Scheinleistung und nur Scheinwissenschaft, die da stattfindet. Und da ist dann natürlich die Frage, okay, wie stellen wir sicher, dass der Stoff tatsächlich durchdrungen wird durch die Aufgabenstellung und durch Überprüfungen dieser Texte und Ähnliches. Das hat uns der Herr Preuß natürlich sehr elegant von der Mediennutzung zum Bildungsthema hingeführt, das ja auch tatsächlich das Thema heute Abend ist. Das andere wäre eher ein Erziehungsthema oder ein pädagogisches Thema. Wenn man es so möchte, kann man das auch unter Bildung fassen. Die Frage ist dann, wo überschneidet sich das vielleicht auch? Also bei Recherchefähigkeiten, die dann gefordert sind, zunächst einmal bei Kritikfähigkeit, die wichtig ist, damit man nicht auf jeden Text reinfällt und nicht das Falsche rauskopiert möglicherweise oder nicht das Falsche in eigene Worte fasst natürlich. Die Ökonomie im Umgang damit ist wichtig. Man kann sich auch da schrecklich verlieren, wenn man auf Ihrer Seite immer weiter in die Tiefe geht. Kann man sehr viel Zeit dort verbringen. Es gab mal eine NGO, Campact, die hatte eine Internetseite, da gab es 3 Möglichkeiten, sich dort aufzuhalten. Da wurde man als erstes gefragt, wie viel Zeit haben Sie? Erste Antwortmöglichkeit 1 Minute, dann hat man ein super kurzes Abstract bekommen. Zweite Möglichkeit 5 Minuten, dann konnte man sich schon etwas vertiefen. Dritte Möglichkeit unendlich und so war das dann auch. Also das sind lauter Fragen, Herr Vorderer, die Sie vorhin angeschnitten haben, die natürlich da auch relevant werden, oder?
Ich würde gerne mal widersprechen. Ich halte das nicht für so eine wunderbare neue Möglichkeit, die dadurch gegeben ist, dass wir Wissen in vielfältiger Hinsicht jederzeit und überall und auch kompetent zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube, da fehlt eine Sache. Wenn die intellektuelle Leistung, die von Schülern, Studierenden und so weiter erwartet würde, einfach nur wäre, die richtige Quelle zu finden, dann würde ich Ihnen recht geben. Dann würde ich sagen, ja, die Quellen sind alle verfügbar, da kommt man mittlerweile ran und die Aufgabe des Studierenden besteht darin, diese Quelle dann sozusagen abzugeben. Die Leistung ist aber eine andere. Die kreative, die eigene Leistung ist, dieses Material zu nutzen, um etwas damit zu machen, etwas, eine Frage zu beantworten, für deren Beantwortung ich eben verschiedene Quellen verarbeitet haben muss. In dem Begriff verarbeiten steckt, dass man mit den Quellen etwas macht. Und mein Problem an diesen ganzen Angeboten ist, dass sie neben der Tatsache, dass sie zunächst mal die Grundlagen zur Verfügung stellen, in gewisser Weise verhindern oder zumindest beeinträchtigen, dass sie verarbeitet werden. Ich glaube nach wie vor daran, dass wir gut daran getan haben, dass der Wissenserwerb oder der Quellenerwerb durchaus schwierig ist. Auf dem Weg in die Bibliothek und auf der Suche nach der richtigen Quelle lernt man viele andere Dinge, die außerordentlich notwendig sind und die einem dabei helfen, das Problem, was man eigentlich bearbeiten will, zu bearbeiten. Es ist nicht damit getan, die richtige Quelle zu finden und auch nicht die richtigen 10 oder 100 Quellen zu finden, sondern mit der Und dazu muss man sozusagen davon einen Schritt zurücktreten, also was Herr Preuß ja auch verlangt und einfordert, aber dieses wird erschwert dadurch, dass scheinbar alles zur Verfügung steht. Wenn ich heute Studierenden, die gerade mal anfangen, eine Aufgabe gebe, dann sagen die sich in der Tat, ich suche mir das bei Google raus. Am einfachsten ist, ich stelle die Frage, die er mir gestellt hat, bei Google. Und irgendeine Antwort kommt, das ist übrigens auch die Antwort, die für ihn oder sie am besten passt, weil sein Google-Programm auf seinem Rechner sozusagen findet ja was anderes, als wenn ich das Gleiche eingebe als, als Suchbegriff, weil mit einbezogen wird, welche Informationen er normalerweise sucht. Das ist das Gleiche, wenn ich statt der Süddeutschen Zeitung die Süddeutsche Online lese. Also nicht die Online-Ausgabe der gesamten Zeitung, sondern die, die Webseite der Süddeutschen oder Spiegel Online, also eines der erfolgreichsten Online-Nachrichtenportale in Deutschland. Da findet es nicht mehr statt, dass man eine Zeitung aufschlägt und mehr aus dem Augenwinkel plötzlich auf etwas hingewiesen wird. Das hat man sich gar nicht so unbedingt ausgesucht, sondern man erfährt was Neues und erfährt damit eine Irritation. Heutzutage ist es so, also wenn ich in meiner Vorlesung, ich frage immer in der Anfängervorlesung, wer von meinen Studierenden eine Tageszeitung liest, dann sagen alle, ja, machen wir. Und dann frage ich, was? Und dann sagen die, Spiegel Online. Ja. Und damit bekommen sie die Meldungen, die von, und zwar so lange, die von möglichst vielen Leuten abgerufen wurden. Wenn etwas nicht abgerufen wird, verschwindet es sofort aus dem Katalog. Je länger, je mehr abgerufen wird, desto länger bleibt es an erster Stelle stehen. Es ist sozusagen eine Reaktion auf schon vorhandenes Interesse, aber nicht quasi die Möglichkeit, etwas Neues zu erfahren. Und wenn jemand eine Arbeit schreiben will, dann muss er die Quellen studieren, aber dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. Und dann muss er oder sie aus diesen Quellen etwas machen. Und dieses findet meines Erachtens zu wenig statt, weil der Eindruck sich immer mehr verstärkt, das ist ja alles vorhanden. Ja? Ich muss doch nur wissen, wo das schon steht. Und das kann ich mit verschiedenen Suchmaschinen optimal finden und dann gebe ich das so wieder. Da wird nichts durchdrungen, da wird sozusagen, das ist ein bisschen besser als Copy and Paste, aber letztlich findet das, was das Lernziel ist, die Durchdringung des Materials und eine eigene Antwort zu finden, wird eigentlich verhindert. Da möchte Herr Preuß widersprechen. Also was die SZ angeht, empfehle ich Ihnen unsere iPad-Ausgabe, da werden Sie durchaus noch überrascht, die ist elektronisch und da... Also ich rede nicht von der SZ, es ist egal, auf welchem Trägermedium die kommt, ich rede von der SZ online. Ja, ja, deshalb empfehle ich sie Ihnen, ja. Da verdienen wir auch noch was dran. SWR2.de. Was das andere angeht, halte ich das eher für einen Scheinwiderspruch, weil
Ich habe ja selber gesagt, es geht darum, dass man damit arbeiten muss. Sie nennen es Verarbeiten. Ja, natürlich geht es darum, um eben nicht um Copy und Paste, und es geht um die Durchdringung des Stoffes. Also da kein Widerspruch. Den einzigen Widerspruch würde ich dort sehen, dass ich es nicht für wissenschaftliche Arbeit halte, wenn man tagelang sich in der Bibliothek abmüht, um nach Quellen zu suchen. Zum Beispiel, weil das einfach schlechter strukturiert und schlechter auffindbar ist, als es eben mit Hilfe von elektronischen Datenbanken zu suchen ist. Man muss sich bewusst sein, auch das ist nicht vollständig, ja, aber es gibt dort einen breiteren Zugang, als ich ihn früher nur an meiner Hochschule gehabt habe. Und das halte ich für einen Gewinn, weil es den Horizont enorm weiten kann. Wir haben durch das Internet dort enorme Möglichkeiten, Literatur, Fachaufsätze, auch fremdsprachig, aus den USA, von wo überall her auch zu bestellen. Und das spart Arbeit, das verschnellert auch den wissenschaftlichen Betrieb, und das halte ich für einen Gewinn. Das ist ein viel größerer Quellenpool. Ich bin Historiker, wenn da Quellen digitalisiert sind, wie wunderbar, das hilft enorm weiter. Und es geht darum, sicherzustellen, dass damit auch vernünftig gearbeitet wird. Das ist der Punkt. Nehmen Sie auch die Open Access Angebote und die Online Kurse. Auch dort haben Sie, was spricht denn dagegen, dass jemand, der ein hervorragender Didaktiker ist, der brillante Vorlesungen hält, ich das per Internet mir nutzbar mache, um einen Stoff zumindest vorzubereiten, um ihn dann im Seminar noch zu diskutieren. Da spricht nichts dagegen. Das sind die positive Möglichkeiten für die Bildung durch das Internet. Völlig d'accord. Ich habe ja vorhin gesagt, die erweiterte Quellenbasis ist natürlich ein großer Vorteil. Dass aber die erweiterte Quellenbasis dazu führt, zumindest Menschen demotiviert, den Prozess zu durchlaufen, der zum Beispiel heißt, also eine der wichtigsten Voraussetzungen für irgendeinen Lernfortschritt, Lernen ist ja nicht die Wiedergabe von etwas, was ich gefunden habe, sondern Lernen heißt ja, etwas neu, etwas verändert zu sehen. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist eine Irritation. Und eine Irritation kommt dadurch zustande, dass ich nicht sofort zum Ziel komme. Ich habe nicht alle Fragen beantwortet. Das ist mein Problem damit. Ich habe kein Problem damit, dass es Quellen gibt. Aber dass wir zunehmend mehr glauben, dadurch, dass die Quellen alle da sind, brauche ich mich keiner Irritation mehr aussetzen. Das ist doch da, da steht es doch. Das gebe ich einfach wieder, dann formuliere ich es vielleicht noch um, damit ich keinen Plagiatsvorfall kreiere. Aber eine Irritation, eine Verunsicherung, eine Infragestellung, ein Verwundertsein, das habe ich doch bisher ganz anders gesehen. Warte mal, also wie kann das denn sein? Ja. Das findet immer weniger statt, und ein Großteil des Lernens findet durch Aktivität des Lernenden statt und nicht dadurch, dass er die richtige Quelle sozusagen vor sich hat. Ich weiß, Sie widersprechen mir nicht. Ich sage nur, um dieses zu erreichen, bedarf es Irritationen, die in dieser wunderbaren Welt der neuen Quellen zunehmend seltener wird. Das betrifft ja jetzt nur den Prozess der Aneignung erstmal. Da geht es ja noch nicht mal um die Qualität der, ganz sachlich gesprochen, Information. Weil das eine könnte ja schlicht Wissen sein. Das ist auch ein großes Schlagwort. Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Und das andere ist Bildung. Und vielleicht gibt es ja da auch einen Unterschied zwischen der Aneignung von Wissen und Bildung. Ich würde einen anderen Aspekt noch einwerfen, denn die Frage stellt sich ja, was Sie beide jetzt sagen, wie gehe ich mit diesen vielen Informationen um, wie verarbeite ich die? Aber die andere Frage wäre ja auch, wie müssen eigentlich Lernräume gestaltet sein, dass ich tatsächlich auch entsprechend Motivation habe, mich mit diesen Informationen auch auf einer sehr kritischen und reflektierten Ebene auseinanderzusetzen und dass ich das tatsächlich auch lerne. Und hier stellt sich die Frage, wie hier Medien auch Möglichkeiten bieten können, diese Lernräume zu gestalten. Und wenn wir uns im Moment unser Schulsystem anschauen, dann müssen wir sagen, wir haben ein
Schulsystem, das auf Normierung hinausläuft. Wir bilden Alterskohorten. Was wir heute wissen, ist, dass die Schüler in einer Klasse meistens auch entsprechende Unterschiede auf Bildungsebene haben, dass manchmal 2, 3 Klassen überschreitet. Das heißt, wir arbeiten eigentlich in einem System, das nicht an der individuellen Fähigkeit des Einzelnen ansetzt und vor allem auch Motivation des Einzelnen nicht ermöglicht. Wir haben im Moment mit dem, was wir an Schule bieten, der Eindruck besteht, es werden Informationen, sobald ich Informationen weitergegeben habe, frage ich mich nicht mehr als Schule, haben die das denn verstanden? Kommen die denn damit klar? Und ich glaube, und da möchte ich gerne ein Beispiel geben, was Medien leisten könnten, ist tatsächlich individualisiertes Lernen. Das heißt, wir müssen hier aber sehr umdenken, welche Rolle spielt dann ein Lehrer. Der hat eine ganz andere Rolle als das, was ein Lehrer heute hat. Er ist viel mehr Moderator. Er muss den Einzelnen im Blick haben und muss hier auch vor allem sich anschauen, wo muss ich dem Einzelnen jetzt noch was bieten, damit er sich selbstbestimmt auch mit einem Thema auseinandersetzen kann. Und ich mache gerade mal ein Beispiel, wenn es um Mathematik geht. Es besteht die Möglichkeit heute, viel einfacher als in einem Mathebuch, sich bei YouTube mal anzugucken, wie der Satz des Pythagoras funktioniert oder andere Geschichten. Viel einfacher, viel verständlicher, als ich es in meinem eigenen Mathebuch lese. Warum arbeitet man nicht mit solchen Möglichkeiten, das, zumindest mit Videos, die dann übergehen können in Aufgaben, die der Einzelne in Zeiträumen tatsächlich bearbeiten kann, die seine eigenen, seiner individuellen Lernmöglichkeit auch entspricht. Und das wären, glaube ich, diese Themen, wo wir hingehen müssen. Und da können neue Medien ganz wunderbare Möglichkeiten bieten. Das heißt aber, wir müssen hier massiv umdenken, auch was Schule betrifft. Das heißt, die Bildungsinstitutionen, Herr Preuß, müssen sich aber massiv verändern, wenn das so realisiert wird, wie Frau Kimmel es gerade beschrieben hat, oder? Ja, der Unterricht und tatsächlich die Rolle des Lehrers würde sich verändern. Und das ist, es gibt ja auch schon interessante Modellprojekte, wo genau das versucht wird, also mit Hilfe zum Beispiel von einer intelligenten Software, die einem nicht nur dann erklärt, wie der Satz des Pythagoras funktioniert, sondern wo Schüler auch Aufgaben lösen und das Programm anhand der Fehler, die man macht, einem die Folgeaufgaben stellt. Und das ist tatsächlich, also da gibt es eine Chance, das ist noch nicht ausgereift, würde ich behaupten, aber da ist was in Bewegung, da gibt es eine Chance. Und die große Frage ist, ja, also wollen wir das, wie will man das einführen und wie wird dann die Rolle des Lehrers aussehen? Weil der wird ja nicht überflüssig, Lernen wird weiterhin ein sozialer Prozess bleiben und ich würde auch natürlich sehr dagegen plädieren, dass man hier den Lehrer auch nur teilweise ersetzt, aber er gewinnt dadurch einen Freiraum und eine Zeit auf Schüler und deren einzelne Bedürfnisse zuzugehen. Also so ist es zumindest im Ideal, aber ich denke, dem kann man sich auch nähern. Und natürlich braucht es dafür auch den politischen Willen, das umzusetzen und entsprechende Fortbildung und was da eben alles mit dranhängt. Entschuldigung, dass ich nachfrage, das ist mir noch nicht ganz klar, wie man so eine Kombilösung findet zwischen dem Einsatz eines YouTube-Videos meinetwegen, auch meinetwegen zum Satz des Pythagoras und dann zu dem realen Lehrer, unter der Maßgabe, dass es individualisiert wird, weil dieses YouTube-Video, das ist doch immer gleich. Genau, und das ist das, was auch bisher sozusagen die Nutzungsmöglichkeit begrenzt. Ich habe das, was wir jetzt vorhin schon bei den Hochschulen als MOOCs kennen, also diese Online-Vorlesungen, das kann ich auch im Unterricht machen. So. Und auf der Grundlage kann ich arbeiten. Und ich kann jetzt entweder das als Diskussionsgrundlage im Unterricht nehmen, als Lehrer, was auch schon mitunter passiert, das ist quasi wie Hausaufgabe auf Video oder Vorbereitung auf Video, aber ich kann eben auch eine intelligente Software einsetzen und das geht darüber hinaus. Das heißt, diese Software stellt mir individuell Aufgaben. Also ich habe eine Art individuell zugeschnittenen
Lehrplan oder Übungsplan, den eine intelligente Software auf mich zuschneidet, anhand zum Beispiel der Fehler, die sie erkennt. Also die Leute, die es schneller kapieren, kriegen dann die schwierigeren Fragen. Die, die es langsamer kapieren, kriegen die weniger schwierigen Fragen. Grob gesagt, ja. Ja. Ist das fair? Also da muss ich jetzt mal sagen, das machen wir seit 10 Jahren, das läuft normalerweise unter dem Label Serious Games. Ja. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Der springende Punkt ist nicht, dass es eine Vorlesung ist von jemandem, der tolle Vorlesungen halten kann und der dann jetzt ein Video betrachtet, statt dass ein Mensch vor ihm steht und die Vorlesung hält. Das völlig Neue ist, dass es ein absolut individualisiertes Angebot ist. Also jeder in der Vorlesung bekommt eine andere Vorlesung zu hören. Und zwar richtet sich danach, wie gut ist er oder sie. Ja? Sie haben das Problem in jeder Vorlesung und jeder Lehrer hat das Problem. Der Lehrer steht vor 30 Schülerinnen, der Professor steht vielleicht vor 300 Studierenden. Die sind völlig unterschiedlich vorbereitet, unterschiedlich intelligent, unterschiedlich motiviert und unterschiedlich interessiert. Ja? Und die Aufgabe besteht immer, so ein mittleres Maß zu finden, um möglichst nicht alle zu überfordern und nicht alle zu unterfordern. Aber dadurch, dass sie dieses mittlere Maß ansteuern, überfordern sie immer welche. Die kommen nicht mit und sie unterfordern andere. Für die ist es zu langsam, ja, weil die besser vorbereitet sind oder schlauer sind. Das heißt, jeder Frontalunterricht ist eigentlich psychologisch betrachtet eine Katastrophe. Ja, macht auch keinen Spaß, weil die schlauer oder besser vorbereitet sind, die langweilen sich und fangen dann an rumzulernen oder spielen dann an ihren Smartphones rum, weil sie halt einfach nicht gefordert sind. Und die überfordert sind, die werden ängstlich und unruhig und merken, mein Gott, ich kapiere ja gar nichts hier. Und das ist eine einmalige Chance, die wir durch diese Technologie haben. Das Programm, und das muss gar nicht gesteuert werden vom Lernenden, der dann sagt, jetzt bitte langsamer oder ausführlicher oder den Satz des Pythagoras nochmal mit einem Anwendungsbeispiel oder so, sondern aufgrund der Fehler, die jemand macht, also meine Tochter hatte zum Beispiel, da war die in Holland in der Schule, die hatte Latein gelernt mit einem Softwareprogramm. Das sah so aus, dass sie bestimmte Vokabeln wiedergeben musste und das Ausmaß ihrer richtigen Antworten hat dann darüber entschieden, wie viele neue Wörter sie bekommt. Wenn sie was nicht so gut beantworten konnte, dann kam dieses Wort eben wieder. Also sie bekam dann die richtige Antwort und 5 Minuten später kam dieses Wort wieder. Je besser sie war, desto schwieriger wurde es, aber nie so schwierig, dass sie das Gefühl hatte, ich bin überfordert. Und wenn sie schlechter war, wurde es einfacher, aber nicht so, dass sie das Gefühl hatte, ich bin gelangweilt hier. Also hier eine absolut individuelle, spezifische Schwierigkeitsgrad im Tempo, in der Komplexität, was auch immer, ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit. Jetzt war Ihre Frage, wie geht es mit dem Lehrer zusammen? Bin völlig bei Ihnen. Natürlich hat der Lehrer eine neue Funktion in diesem. Ihn abzuschaffen, das haben wir ja auch schon mal probiert über elektronische Lernprogramme. Das Ergebnis der lernpsychologischen Forschung ist die wichtigste Variable, die entscheidet über den Lernerfolg von Schülerinnen oder Lernenden ganz allgemein, ist die Persönlichkeit des Lehrers. Punktum, fertig. Ja. Deswegen bin ich auch skeptisch. Also man kann mit, was weiß ich, Vorlesungen vom Netz, da kann man schon ein bisschen was machen, aber es fehlt der persönliche Kontakt, der in der Schule zumindest eine sehr große Rolle spielt. Aber man muss ja nicht dabei bleiben, dass es nur über den persönlichen Kontakt vermittelt wird, weil wenn der Lehrer dann schlecht ist, dann haben die Schüler in der Klasse halt einfach Pech gehabt. Das zu kombinieren heißt Angebots- oder persönlichkeitsspezifische Angebote oder individuelle Angebote für den einzelnen Lernenden, aber ein Lehrer als Moderator, als jemand, der sozusagen noch dabei ist und den Kontext verantwortet, ist im Prinzip eine hervorragende Möglichkeit. Also Moderator bin ich ja von Beruf, aber ich frage mich trotzdem, welche Moderatorenfunktion hat der Lehrer dann? Also das ist die Frage natürlich nach der Bildungsvermittlung, die einsetzt. Überzeugt mich, kann ich folgen, unterschiedliche Komplexitätsgrade für unterschiedliche Lernstufen, alles wunderbar. Vielleicht nicht ganz fair, ist eine andere Frage. Aber welcher. Das haben Sie vorhin ja schon gesagt. Warum sollte es nicht fair sein? Wenn die Leute nicht überfordert werden, ist es nicht mehr fair? Ist doch prima. Aber wie kommen die Schwachen auf die Stufe? Werden die einfach immer weiter abgehängt? Nein, sie kriegen das für sie optimale Angebot und damit kommen sie nach oben. Das ist jetzt die Frage des Moderators. Bisher war es so, genau, die bleiben unten, die werden immer weiter nach unten gedrückt. Genau, darauf wollte ich jetzt kommen. Also
hat der Lehrer dann so eine Art Ausgleichsfunktion als Moderator? Ist das dann die eigentliche Funktion des Lehrers? Ich würde denken, der Lehrer gibt einen Kontext, der ordnet es ein, der gibt ihnen den Zutritt dazu, der hilft ihnen, das auszuwählen, der berät sie bei Nachfragen. Also gerade wenn das ein Programm ist, was es nicht erlaubt, dass man sozusagen zurückfragt. Warum? Also das leuchtet mir jetzt nicht ein beim Satz des Pythagoras. Warum gerade dieses? Ja? Dass ich dann nochmal jemand fragen kann, wo der persönliche Kontakt dann wiederum eine Rolle spielt. Okay, dann wird es ja wieder fair, aber eigentlich nicht durch das Technische, sondern durch das Hinzukommen des Lehrers, der dann meinetwegen leiten und lenken kann, oder? Es gibt, ich finde das eine interessante Frage mit dem Fair. Und ich würde sagen, es gibt zwei Gesichtspunkte. Das eine ist die Effizienz, wie mein Professor Forderer schon gesagt hat. Wenn ich alle auf einem mittleren Niveau unterrichte, dann ist es nicht effizient. Wir reden seit langem über individuelle Förderung. Und genau das ist der Ansatz. Ich nehme das, ich hole den Schüler dort ab, wo er steht, und versuche ihm ein maßgeschneidertes Angebot zu machen. Und genau das ist der Sinn, der dahinter steht, und das ist natürlich effizienter, als alle auf einem mittleren Niveau zu unterrichten. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, natürlich geht auch die Funktion des Lehrers, also jemand, der dann weiterhin ausgleicht und der individuell fördert, nicht verloren. Das würde ich nie ganz und gar der Software überlassen. Das bleibt als Funktion, und der Rest ist eben Fragen zu beantworten, Diskussionen anzuregen, Debatten, das alles wird die Software nicht leisten. Aber da kann der Lehrer dann auf einem anderen Niveau anfangen, als wenn er den ganzen Stoff im Frontalunterricht erstmal durchkauen muss. Es könnte ja auch Solidarität unter den Schülern hinzukommen, das ist auch kein schlechtes Erziehungsziel. Absolut. Ja. Frau Kimmel. Ich denke, wenn wir uns das nochmal anschauen, was Herr Forderer eben gesagt hat, die einen sind überfordert, die anderen sind unterfordert, das führt ja auch immer zu Situationen von Stress. Die einen sind permanent frustriert und gestresst, die anderen sind gelangweilt, und hier geht ja die Motivation zunehmend zurückzulernen. Das, was wir auch wissen, ist ja, wenn Sie sich alle mal zurückerinnern, was haben wir in Schule gelernt, wir wissen aus Untersuchungen, das meiste ist mindestens nach 2-3 Jahren völlig verschwunden. Also bestimmte Dinge sind einfach weg. Und Motivation spielt in Lernprozessen eine ganz besondere Rolle. Und das würde dem nämlich entgegentreten. Das andere ist, der Lehrer hat hier auch eine besondere Funktion, denn es spielt ja auch vor allem Beziehung und Bindung eine ganz besondere Rolle. Und wenn Sie Personen fragen, die tatsächlich solche Menschen in ihrer schulischen Laufbahn hatten oder Lehrer hatten, die sie auch tatsächlich motivieren konnten, dann waren es Lehrer, zu denen man eine ganz besondere Bindung hatte, die Beziehung aufbauen konnten. Und das ist eine ganz wichtige und bedeutende Funktion, die ein Lehrer hier auch nochmal hat. Ja, das wäre die Grundfrage dabei. Also ein bisschen böse formuliert, was kann man outsourcen an digitale Angebote, an der Bildungsvermittlung, und was kann man nicht outsourcen? Also wo hört es auf? Ja, und ich glaube, was man relativ leicht outsourcen kann, ist das blanke Wissen. Ja? Und die psychosozialen Funktionen des Lehrers, die werden weiterhin notwendig bleiben. Ich habe manchmal am Ende eines Semesters, wir machen an der Universität ja immer solche Student Evaluations, also die Studierenden geben dann an, was ihnen gefallen hat und nicht gefallen hat. Und manchmal erfahre ich eine Kritik, die heißt, es sind zu viele Beispiele aus bestimmten Alltagssituationen. Ich vermittle ein Konzept und ich versuche das anhand eines aktuellen Ereignisses zu exemplifizieren. Und dann bleibt manchmal sozusagen der Stoff, der aber auch im Buch steht und der an der Wand ist, über eine PowerPoint-Präsentation, den kriege ich dann nicht komplett durch. Ja. Und da gibt es Studierende, die sagen, er soll doch lieber die Beispiele weglassen, wir müssen ja diesen Stoff machen. Ja. Und meine Antwort ist immer, was ich in der Uni gelernt habe als Student, was Stoff war, das habe ich alles vergessen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich meine, ich weiß noch was, aber weil ich mich dann danach wieder damit beschäftigt habe. Aber was in der Vorlesung gelaufen ist, wenn ich das heute nochmal wiedergeben müsste, ich habe keine Ahnung. Die Beispiele aber, wenn der Prof für mich irgendwie erkennbar war, wenn der mir das nahegebracht hat, das weiß ich alles noch. Ja. Und das ist die Funktion eines Lehrers meines Erachtens. Das ist eine große Frage, die sich daran anschließt, aber ändert sich dadurch die Bildungskultur? Jetzt habe ich endlich die beiden Begriffe zusammengebracht, Herr Preuß. Ja.
Weil das scheint doch ein ziemlich grundlegendes Umdenken zu erfordern. Also ich würde Sie da mal ein bisschen ausbremsen, weil Sie ja gerade vom Outsourcen zum Beispiel der Bildung gesprochen haben. Outsourcen der Bildung machen wir so gesehen schon lange. Es ging um die Vermittlung. Bremsen Sie mich an der falschen Stelle aus. Okay, dann versuche ich Sie mal an der richtigen Stelle auszubremsen, weil es ging ja, der Anknüpfungspunkt war ja mit der Software. Und was man damit machen kann und inwiefern der Lehrer damit vielleicht sogar überflüssig wird, was ich ja nicht glaube. Aber im Prinzip haben Sie ja schon einen parallelen Vorgang gehabt in der, ich nenne es jetzt mal Buchkultur, weil natürlich gab es das vorher auch schon, dass Aufgaben gestellt wurden, dass der Lehrer gesagt hat, wie das heute auch immer noch der Fall ist, ihr schaut euch das jetzt im Buch an und am nächsten Tag reden wir drüber. Und sogar in meinen Schulbüchern gab es auch schon den Aufbau, wenn ihr diese Aufgabe gut gelöst habt, dann schaut euch mal die an. Ja, also es ist jetzt nicht eine Neuerfindung des Rades, aber es gibt schon neue Möglichkeiten durch diese Digitalisierung, weil das eben individueller möglich ist, als es ein Schulbuch für die ganze Klasse leisten kann. Und es kommt noch hinzu, dass man ja auch durch eine Vernetzung der Klasse mit dem Lehrer und diesen Dingen ja auch einen eigenen, ich sag mal, Diskussions-, Debattenraum schaffen kann in der virtuellen Welt. Also das ändert, da ist schon eine Änderung der Bildungskultur zu beobachten. Wie weit sind denn diese Programme gediehen, mit denen man arbeiten kann? Eine rein sachliche Frage. Also wie weit ist das entwickelt? Ist das wirklich so, dass man es, Sie sagen, seit 10 Jahren ist man da dran, Sie setzen das ein? Das ist in Deutschland noch relativ zurückhaltend, in den Vereinigten Staaten deutlich stärker eingesetzt, also der ganze Bereich der Serious Games, der übrigens auch nicht nur in der Schule oder Hochschule, sondern in vielen Berufen eingesetzt wird. Es geht nicht nur um Wissensvermittlung, es geht auch um individuelle, spezifischere Betreuung von jemand, weil das Wunderbare am Computer ist ja, der wird ja nicht müde, ja? Der wird nicht schlecht gelaunt, weil er etwas zum 25. Mal machen muss. Es gibt in vielen, auch im Lehrerberuf, Dinge, die müssen immer wieder erfolgen, die macht niemand mehr gerne, ja? Da würde das Stichwort Outsourcing passen, also da sozusagen etwas von einem Programm übernehmen zu lassen, das kein Problem damit hat, zum 180. Mal den Satz des Pythagoras in einer Klasse zu erklären, ist doch völlig unproblematisch. Und dann als Lehrer quasi die Schüler wiederum da abholen, wo sie Probleme haben damit. Also das ist relativ verbreitet, es fängt jetzt bei uns an, auch in einzelnen Bereichen. In Amerika ist es übrigens deshalb weiter fortgeschritten, weil der größte Abnehmer und Interessent und auch Finanzier dieser Programme das Militär ist. Ja. Im Militär findet ein Großteil der Ausbildung über Computerprogramme statt. Ganz gespenstisch. Ja. Hat Harun Farocki, der Filmemacher, in einer Ausstellung kurz vor seinem Tod dokumentiert, wie in einem Ausbildungslager in der Wüste von Arizona, wo die Drohnen dann ja auch geleitet werden, Soldaten ausgebildet werden, indem sie in sogenannten Real-Life-Situationen mit afghanischer Landschaft, das sieht alles aus wie in Afghanistan, sie fahren dann auch quasi in den jeweiligen Fahrzeugen virtuell, hören die Musik von REM dazu, die sie aufpeitschen soll, können auch auswählen, welche Musik sie hören wollen dabei und lernen das Töten auf eine so sachliche Art, dass ja, einem ganz aber es ist immer beides, ne? Also das sind wir immer ganz schnell dabei. Ja, das ist richtig. Auch das Töten ist etwas, wo die meisten Menschen eine Hemmung haben und die kann damit überwunden werden. Es ist höchst problematisch. Aber es gibt auch den anderen Ansatz. Das Militär lernt zum Beispiel, also an meiner Uni in Los Angeles war ein Kollege, der hat ein Spiel entwickelt, bei dem ist man nach Afghanistan gegangen und musste als Soldat, das war dann sozusagen der Avatar, den man bedient hat, als Soldat sich durch das Dorf bewegen und mit den Ältesten des Stammes in ein Gespräch kommen. Und man lernte dabei einerseits sozusagen die kulturellen Gepflogenheiten, also wie spricht man den an? Da ist es zum Beispiel nicht so, dass man den Mann in die Augen guckt, ja, was bei uns eine Voraussetzung für das Gespräch ist, sondern da muss man den Blick erstmal abwenden. Und zweitens konnte man damit die Sprache lernen. Ja. Also diese Dinge sind immer negativ oder wünschenswert und unerwünscht, in unerwünschter Weise einsetzbar. Ja. Aber das Potenzial ist natürlich riesengroß, deswegen macht es die Armee. Ja.
Deswegen sind die Spiele auch in Amerika entwickelt worden, weil das Militär mit irrwitzigen Geldsummen dahinter steht. Aber jetzt ist vielleicht ein bisschen konservativ gefragt, muss man da nicht differenzieren zwischen Fertigkeiten, die man erlernen kann durch Serious Games, Fähigkeiten meinetwegen oder vielleicht noch ein Kulturwissen, Blick senken oder dergleichen und vielleicht Wissensvermittlung, klappt vielleicht auch noch, Satz des Pythagoras, diesmal als Serious Game, dann könnte man noch einen Bildungsbegriff draufsetzen. Gibt es qualitative Unterschiede? Okay. Geht das alles mit Serious Games oder hört das irgendwann auf? Also ich weiß nicht, ob alles geht, aber es geht mit Sicherheit mehr als nur das, was uns unmittelbar einfällt. Es wird in ganz vielen Bereichen eingesetzt. Ich gebe ein anderes Beispiel. In der Gesundheitsversorgung. Ja, in den europäischen Gesellschaften, in Deutschland insbesondere, kommen wir in eine Situation, in der wir in wenigen Jahren nicht mehr genug Pflegepersonal haben werden. Das ist eine sehr einfache Rechnung, ja, die mit der demografischen Entwicklung zu tun hat. Zunehmend mehr Versorgung von Patienten und auch von älteren Menschen wird von Avataren, Computern und dergleichen mehr übernommen werden. Das kann man mögen oder nicht mögen, aber es wird passieren. Ja. Diese so auszustatten, dass sie den Patienten das Gefühl geben, sie werden ernst genommen, es ist angenehm mit denen, ist eine Frage zu erforschen, was ist dafür notwendig. Und eingesetzt wird es längst. Ja. Wir haben, ich bin ganz sicher, das werden wir die nächsten 10 bis 15 Jahre in vielen Bereichen sehen, dass Computer, Roboter auch Funktionen übernehmen und die machen nichts anderes, als dass sie individuell auf die Bedürfnisse einer bestimmten Person eingehen werden, für die nicht mehr genug Personal da ist, im Gesundheitsbereich etwa, oder für die Lehrer, für die das einfach zu langweilig ist, immer wieder das Gleiche zu machen. Jetzt stelle ich mal die Wertfrage, ist das gut oder ist das manchmal auch nur eingeschränkt gut? Das ist vielleicht ein bisschen moralisch gefragt. Also ich finde das eine schreckliche Vorstellung, muss ich tatsächlich sagen, wenn wir Roboter haben, die Kranke pflegen oder vielleicht auch in der Schule Lehrer ersetzen. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich sich die Frage stellen möchte, was Sie anfänglich gefragt haben, muss ich hier, wie soll Bildungskultur aussehen, muss man sich gleichzeitig auch die Frage stellen, welches Menschenbild steht hier im Hintergrund? Welche Menschen wollen wir bilden für unsere Gesellschaft? Das ist eines, glaube ich, der wichtigsten Fragen, die wir uns auch nochmal stellen müssen. Und das, was aus meiner Perspektive Schule leisten muss, ist vor allem auch Lebenskompetenz zu vermitteln. Und zu Lebenskompetenz gehört ein ganzes Stückchen mehr als das, was im Moment in Schule an Informationen weitergegeben wird. Es gehört eine ganze Menge dazu, denke ich, dass man hier auch noch mal über Handlungswissen vor allem arbeitet. Und ich glaube, wir sollten auch das nicht jetzt so sehen, dass zukünftige Schule nur mit Serious Games oder was auch immer arbeitet, sondern sie werden zum individualisierten Lernen eingesetzt werden können. Das ist eines. Aber das, worüber wir uns Gedanken machen müssen, ist, welche Menschen wollen und brauchen wir für unsere Gesellschaft und welche Fähigkeiten müssen hier oder wollen wir tatsächlich haben? Und im Moment ist es sehr auf eine kognitive Leistungsfähigkeit ausgerichtet. Und ich glaube, wenn wir individualisiertes Lernen im Blick haben, dann haben wir auch ganz besondere Fähigkeiten des Einzelnen im Blick und die auch gefördert werden können und dürfen, was derzeit in Schule nicht möglich ist. Ja, man kann ja mit Bildung noch ganz andere Dinge verbinden als Fähigkeiten. Man kann einen Humanitätsbegriff über die Bildung legen zum Beispiel. Dann, vielleicht gibt es auch Serious Games dafür, so wie das dann der Tafelanschrieb 2.0 sozusagen. Das ist irgendein Instrument, das man weiterentwickelt hat und das man einsetzen kann. Aber der Input sozusagen oder der große Rahmen, in dem das stattfindet, der spielt doch auch eine Rolle dabei, oder? Also man wird Bildung, das halte ich für eine Illusion, dass man jetzt Bildung anhand von Software vermittelt, wirklich im weiteren Sinn, aber das behauptet ja hier auch keiner, sondern es ist doch klar, dass
Dazu zählt eine Sozialkompetenz, eine Debatte, das, was Sie Irritation genannt haben, Professor Vorder, würde ich auch dazu erwähnen, eine Wertevermittlung. Wie will man das über so eine Software anstellen? Also ich bin gespannt auf den Versuch, aber da würde ich behaupten, ja, natürlich kommt da das Menschliche mit rein und eben der soziale Prozess des Lernens und das Lernen in einer Gruppe. Ich möchte aber, wenn es jetzt nicht zu weit wegführt, nochmal Ihre Frage aufgreifen, wie verändert das eigentlich die Kultur, die Lern- und Bildungskultur? Wir haben ja schon von Ihnen gehört, dass die USA weiter vorne dran ist, genau das habe ich auch gehört, was diese Lernsoftware angeht, aber auch was die Online-Kurse angeht von Hochschulen und überhaupt das Angebot, was zur Verfügung gestellt wird. Und da kann man sich schon fragen, die neuen Möglichkeiten des Netzes bedeuten natürlich auch eine Internationalisierung des Wissens, also siehe Zugang zu diesen Sachen, siehe Zugang zu Fachliteratur, und sie bedeuten aber auch eine Wettbewerbssituation. Also zumindest kann man sich das vorstellen, dass eben Bildung und Bildungsabschlüsse auf diese Weise exportiert werden. Das heißt, dass wir auch eine gewisse Angelsachsisierung der Bildung bekommen, weil ich ja nicht mehr so wie bisher an meine Hochschule in Hannover oder wo auch immer gebunden bin mit den Abschlüssen, die es dort gibt, sondern weil ich von Hannover aus durchaus auch Kurse und sogar Abschlüsse in Harvard und sonst wo machen kann. Das heißt, derjenige, der diesen Markt beeinflusst, dominiert, der da die besseren Angebote macht, wird auch nicht nur über die Art der Bildungsvermittlung im Wesentlichen bestimmen, sondern auch natürlich über die Inhalte der Bildungsvermittlung. Und das ist schon eine, also ich nehme das als eine Konkurrenzsituation wahr, die da auf uns zukommt und wo Deutschland, glaube ich, noch einiges tun muss, um hier mithalten zu können, weil es natürlich vorstellbar ist, welcher Arbeitgeber würde denn einen Abschluss aus Harvard ablehnen oder aus Cambridge, um mal große Nummern zu nennen, wenn der online gelernt hat im Vergleich zu einem deutschen Hochschulabschluss. Das kann ja auch Pittsburgh werden. Von mir aus auch Pittsburgh. Das ist natürlich im Grunde genommen ein neues Thema, die schöne neue Welt der Globalisierung, diesmal auf dem Bildungssektor. Ich glaube, das schneiden wir jetzt nicht mehr an, weil ich davon ausgehe, dass Sie auch Fragen haben an die Referenten. Das haben wir hier ausgiebig diskutiert und das ist jetzt im Grunde genommen die höfliche Aufforderung an Sie. Stellen Sie Ihre Fragen, die Sie haben. Es muss Fragen geben. Es kann nicht sein, dass alles erschöpfend diskutiert wurde von uns. Bitte. Wie sehen Sie denn die Möglichkeiten, aus dieser Misere rauszukommen? Also es gibt ja, was wir auch angeschnitten hatten vorhin, diesen sozialen Aspekt. Ich muss dabei sein, ich muss Mitglied sein, ich muss mich mitteilen. Auf der anderen Seite diese Gefahr, dass alles ja durchleuchtet wird und mitgeschrieben wird. Ich sehe noch keine Lösung. Also ich sehe keinen Weg daraus. Mir gefällt gut der Ansatz von Herrn Preuß, dass wir über Gesetze reden, es muss politisch was passieren. Aber wie kann ich denn selbst einen vernünftigen Weg finden? Oder wie ist denn Ihre Einstellung an das ganze Gremium mal? Dieser persönliche Aspekt, wie gehe ich damit um? Würde mich interessieren. Ich würde zustimmen, dass es gesetzliche Regelungen geben muss. Ich glaube auch, dass es höchste Zeit wird, dass wir aus der deutschen Industrie heraus Angebote machen. Es ist nicht von ungefähr, dass fast ausschließlich diese neuen Möglichkeiten aus dem Silicon Valley kommen. Die jungen Menschen, mit denen ich darüber spreche, die glauben immer, dabei ging es irgendjemand darum, sie glücklich zu machen. Ich sage immer, die haben nur ein einziges Interesse, wirklich nur ein absolut einziges Interesse, und das ist, damit Geld zu verdienen. Und das machen sie sehr gut und machen sie sehr erfolgreich.
Und wir haben nicht mal sozusagen Zugriff drauf und können das nur sehr, sehr eingeschränkt überhaupt reglementieren, weil es ausländische Firmen und Anbieter sind. Also neben der gesetzlichen Regelung, die sicherlich notwendig ist, zweitens sicherlich auch, dass wir eigene Beiträge liefern oder eigene Entwicklungen vorantreiben. Und das Dritte ist ganz sicherlich die Aufklärung, die nicht früh genug einsetzen kann. Da sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz. Das heißt, die Aufklärung darüber, was es eigentlich letztlich bedeutet. Und dass eine Achtjährige, die sich dabei bewegt, sich noch nicht so richtig vorstellen kann, was es bedeutet, als 18-Jährige dann mit Bildern oder Nachrichten konfrontiert zu werden, die sie vor 10 Jahren abgesetzt hat. Das kann man nachvollziehen, aber da, glaube ich, gibt es eben eine eingeschränkte Beurteilungskompetenz und da helfen eben auch, oder da muss es auch sowas geben wie Orientierungen, die von Eltern, Lehrern und dergleichen mehr gesetzt werden. Ich werde immer gefragt, also wenn ich irgendwo auf einen Vortrag halte, in der Stadtbibliothek oder was auch immer, kommen hinterher immer Menschen auf mich zu und sagen, also bei meinem Kind ist es so und so, ich finde das alles ganz fürchterlich, aber ich kann das nicht verbieten, ja? Weil das Kind sagt mir, alle machen das. Ja? Und das ist natürlich mitnichten so. Das war schon immer, auch als ich 8-jährig war, war das schon die Ausrede, um das zu kriegen, was ich nicht kriegen sollte, zu sagen, alle anderen haben es. Ja. Also ich würde da Eltern auch ermutigen wollen, zu sagen, sie müssen sich damit beschäftigen, also sie müssen auch wissen, was das ist. Und wir wissen übrigens auch, was negative Wirkungen aus neuen Medien, speziell Computerspiele betrifft. Eine der größten Probleme ist, dass die Eltern keinen Zugang haben zu dieser Welt, in der sich die Kinder da bewegen. Also sie müssen Bescheid wissen, aber sie müssen dann auch tatsächlich Orientierungshilfe leisten und sagen, dieses geht und dieses geht nicht. Ich habe auch überhaupt kein Problem zu sagen, bei Kindern in einem bestimmten Alter gibt es eben den Umgang mit Medien nur zu bestimmten Zeiten und nicht sozusagen grenzenlos. Und zwar schlicht und ergreifend, weil die häufig noch nicht die Kompetenz haben. Also heute sagt jeder 8-Jährige, ich muss ein Smartphone haben, weil alle haben das. Und dieses Smartphone ist mit der 8-Jährigen 24 Stunden am Tag. Die gehen nämlich alle damit ins Bett, zeigen jüngere Studien auch bei Studierenden, die schlafen alle mit ihren Smartphones. Und das heißt, sie sind jederzeit, bevor sie einschlafen, das Letzte, was sie machen, nachdem sie auf der Toilette waren und die Zähne geputzt haben, ist nochmal gucken, was an Botschaften da ist. Wenn sie nachts aufwachen, das Erste, was sie machen, ist, da drauf zu gucken. Und wenn sie morgens aufwachen, ist es auch wieder rum das Erste. Orientierung zu bieten und zu sagen, das geht alles nur in einem bestimmten Rahmen, halte ich für, ehrlich gesagt, unsere Aufgabe als Erzieher. Ja. Also politische Regelungen, aber auch eine eigene Industrie in dem Bereich und dann aber auch über pädagogische Hilfestellungen und auch Begrenzungen, bestimmte Sachen auszuschließen oder zumindest deutlich zu erschweren und sich nicht davon ins Boxhorn jagen zu lassen, dass immer alle behaupten, die anderen machen das alle. Die Frage richtete sich auch an Sie, Herr Preuß, wäre quasi vorhin die Nachfrage gewesen, welche Gesetze? Oder ja, also ich habe zum Beispiel bei Ihnen bei ClickSafe einen Knigge 2.0 gefunden. Da gibt es die 10 besten oder wichtigsten Verhaltensregeln. Irgendwann viel später taucht auf, frage um Erlaubnis, bevor du ein Foto von jemandem machst. Da denkt der Journalist natürlich sofort an die gesetzlich verfasste Sache, Recht aufs eigene Bild. Und man könnte ja davon ausgehend sagen, das Gesetz gibt es eigentlich, der Anwendungsbereich ist vielleicht zu klein. Ja, also da gibt es natürlich eine Kluft zwischen Theorie und Praxis, aber wie Herr Professor Vorderer schon gesagt hat, also man hat da bis jetzt nur begrenzte Zugriffsmöglichkeiten. Immerhin ist was auf EU-Ebene unterwegs. Ich kann jetzt auch nicht ins Detail gehen, auch weil das nicht mein Fachgebiet ist. Aber das ist, glaube ich, der einzige Hebel, wo man was erreichen kann, sozusagen als großer Markt, nämlich die EU, versuchen, eine Regelung zu finden und dort die Selbstbestimmung über die eigenen Daten, soweit es geht, durchzusetzen. Gedanke, wenn ich den noch anfügen darf. Ich mache persönlich die Erfahrung, dass die Grenzziehung
zunächst mal als schmerzhaft erlebt wird und im Nachhinein häufig honoriert wird. Ich gehöre zu der sehr geringen Minderheit von Professoren, die in ihren Seminaren keine Smartphones mehr auf dem Tisch erlauben. Ja. Gibt da übrigens mittlerweile viel Forschung dazu, wie stark sie das beeinträchtigt. Und es gibt das wunderbare Gegenargument, dass sie die Tablets brauchen, weil sie dann andere Quellen noch mit einbeziehen können. Die Forschung zeigt ganz eindeutig, die Anwesenheit, die Präsenz, die Sichtbarkeit eines Smartphones beeinträchtigt die Fähigkeit, sich einzulassen und sich sozusagen auch irritieren zu lassen. Und deswegen sage ich, das ist immer meine erste Aussage in einem neuen Seminar. Es gibt bei mir keine Smartphones mehr auf dem Tisch. Und es wird immer mit einem großen Maß an Verwunderung quittiert. Und in der Mitte des Semesters oder am Ende frage ich in aller Regel nochmal nach, wie das erlebt worden ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass die meisten das als Entlastung erlebten und sowas sagen wie, ich habe mich dadurch auch wirklich mehr eingelassen. Ja. Aber das einzuführen, das muss man erstmal machen und besonders cool wirkt es nicht. Ja. Haben Sie weitere Fragen? Ja, in der Science-Fiction-Literatur gibt es die einfachen Robotergesetze, die in der Literatur anerkannt sind. Und einer der ersten Grundsätze ist, dass dem Menschen nicht geschadet werden kann. Wenn wir über diese Welt reden, die ja noch vor zu Beginn eigentlich der Vernetzung steht und die noch vor Beginn der Automatisierung steht, die vor Beginn der lernenden Maschinen steht, wäre es doch schon mal ein Riesenschritt, wenn wir sozusagen allgemeingültig ein paar Regeln aufstellen könnten. Ich sage jetzt mal ganz plakativ eins, wie ich es mir vorstellen könnte, wie wir international einen Weg gehen könnten, um eine Gesellschaft nicht dieser neuen Technologie zu überlassen, dass zum Beispiel die Würdigung des Menschen Vorrang vor Algorithmen hat. Dass Algorithmen nicht entscheiden dürfen, wie Zielsetzungen sind und dass davon nicht der Lernerfolg von Menschen abhängig ist. Also wenn man schaffen würde, und ich glaube, da sind auch die großen Konzerne nicht ganz weg davon, dass man einen Konsens findet, einen Minimalkonsens, der anfängt, den man vielleicht auch weiter fortpflanzen kann und den man ausbreiten kann. Nur man muss sich damit beschäftigen und man muss sich damit auseinandersetzen und man muss dies diskutieren. Und diese Diskussion wird nicht von den Algorithmen geführt werden, sondern das muss von den Pädagogen, die wir jetzt haben, das muss von den Politikern, die wir jetzt haben, geführt werden. Und ich glaube einfach, dass es Zeit ist und dass wir da im Augenblick eine große Chance hätten. Und Herr Forderer, die Sache, dass wir Industrie in Deutschland oder in Europa brauchen, das nicht allein den Amerikanern zu überlassen. Ich würde mir einfach wünschen, dass man sagt, diese neue Technologie hat nicht nur wirtschaftliche Aspekte, sondern ich würde mir wünschen, dass es Bewegungen gäbe, die nicht nur wirtschaftlich orientiert sind, sondern immer noch den Menschen im Bild haben, wenn auch in einer anderen Struktur als vielleicht das Bürgertum, was vor 100 Jahren kreiert worden ist. Es gibt körpersprachliche Zustimmung. Wollen Sie sich äußern dazu? Absolut, Zustimmung. Nur wir dürfen nicht vergessen, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil die Gegenkraft die des wirtschaftlichen Erfolges ist. Und der wird immer mehr und immer häufiger der Ausschlag gegeben. Ja, also die Mana, die gibt es schon und ich kann das nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, nur es durchzusetzen, auch politisch durchzusetzen, ist schwierig, weil das Gegenargument ist, die wirtschaftlichen Interessen sind andere. Ich finde den Punkt, den Sie aufgeworfen haben, sehr interessant, weil das wird ja in der Wirtschaft gerade unter dem Stichwort Industrie 4.0 diskutiert. Also lernende Maschinen, Maschinen, die Maschinen reparieren, Maschinen entwickeln und eigentlich als Utopie oder Dystopie, je nach Standpunkt, steht dann am Ende im Raum eigentlich eine Fabrik ohne Menschen. Und das fiel mir vorhin an, also als Dystopie sozusagen hier in diesem Sektor wäre das ja eine Schule ohne Lehrer. Also ich glaube, man hat zumindest eine, also das ist ja eine Horror-Szenario.
Eben. Horror-Utopie, da sind wir uns auch, denke ich mal, einig. Man hat immerhin eine Chance in dem Zusammenhang, nämlich, dass wir mit dem hohen Anteil von staatlichen Schulen ja auch eine gute politische Steuerungsmöglichkeit haben, was wir da einsetzen. Also das ist schon ein Hebel, mit dem man arbeiten kann, sodass es nicht nur dem freien Markt überlassen ist, sondern der Hauptnachfrager ist dann eben der Staat. Und das ist schon was, mit dem man verhandeln und gestalten kann. Und ich gebe Ihnen völlig recht, natürlich muss das möglichst frühzeitig diskutiert werden und das muss politisch entschieden werden und auf den Menschen zugeschnitten werden und niemand anderen überlassen, auch nicht dem Markt. Bitte. Ja, wir haben viel gesprochen über die Schule und die Bildungsinstitution, Schule und Universität. Ich mache mir da gar nicht so große Sorgen darum, dass der Lehrer da von der Bildfläche verschwindet oder die Lehrerin. Und da passiert auch sehr, sehr viel. Ich denke, solange wir über gesteuerte Bildungsprozesse sprechen, in denen eine Moderation oder Anleitung oder Dialog mit Reflexionsanteil passiert, können wir diesen Weg mit den neuen Medien, mal mit Medien, mal ohne Medien, ich meine, das wird jetzt oft so ausschließlich diskutiert, natürlich wird in diesen Bildungsprozessen auch der Laptop da mal zugemacht und dann machen sie wieder was mit den Händen und mit dem Kopf und ein Pädagoge wird das Maß finden, wie das richtig und angemessen ist, je nachdem nach Lernweg und Lernfähigkeiten seines Gegenübers. Aber also wenn wir jetzt auf den Titel der Veranstaltung gucken, das Netz als Kompass und digitale Bild oder Bildung im digitalen Zeitalter, frage ich mich immer, was machen wir mit der Zielgruppe, die aus all diesen Institutionen draußen ist, die also nicht mehr in Schule und Universität und Ausbildung ist, sondern die dann 60 bis 70 Jahre lang also diesem Netz, ich sage es jetzt mal flapsig, ausgeliefert sind, von dem wir schon gesehen haben, dass man eine hohe Kompetenz braucht, um sich darin mit Werten und Orientierungsmaßstäben zu bewegen. Und wir sehen, dass auch gestandene Journalisten nicht immer unterscheiden können, ob das jetzt wahr ist, das Video, das ich da gerade eingespielt habe oder nicht. Also hier ist eine große politische Bildung gefragt und da bin ich etwas ratlos. Ehrlich gesagt, wir grübeln da sehr, sehr viel darüber nach, wie kann man denn hier diese Zielgruppen erreichen, außerhalb von Schule, also alle über 30 bis 100. Meine intuitive Antwort wäre, auch diese Personen sind ja im Netz vorhanden, tummeln sich im Netz, weil es dabei auch Angebote gibt, die sie interessiert und die sie wahrnehmen wollen. Was wir nicht machen, da haben Sie völlig recht, wir entwickeln für diese keine förderlichen Angebote. Ich habe gerade kürzlich darüber nachgedacht, also vielleicht ein anderes Beispiel, aber es passt dazu. Eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen dieses und wahrscheinlich in den nächsten Jahren sind die ungewöhnlich hohen Flüchtlingszahlen, die wir haben in Deutschland. Eines der größten Probleme ist, dass die Deutsch beigebracht bekommen müssen, damit sie sich integrieren können. Warum kommt eigentlich niemand auf die Idee, dass man das Netz wunderbar dafür nutzen könnte? Also das ist etwas, wir machen im Prinzip nichts anderes, als dass wir denen sagen, sie sollen in einen Volkshochschulkurs gehen. Und ich kenne nur mal jemanden, die in Mannheim so einen Volkshochschulkurs macht, Deutsch für Anfänger. Das ist eine Katastrophe. Die gehen da auch nur hin, weil sie da hingehen müssen. Da hätte man mit dem Netz, wo man sie abholen könnte, wunderbare Möglichkeiten, an viele ein relativ individuell zugeschnittenes Programm anzubieten. Und das gilt für meines Erachtens für viele Bereiche. Der Zugang zum Netz war vor 10 Jahren noch ein Thema, das ist heute kein Thema mehr. Das ist selbst für Flüchtlinge kein Thema. Das haben die relativ schnell, haben die einen Zugang zum Netz. Aber der Inhalt, mit dem sie gefördert werden könnten, der fehlt im Prinzip. Und da würde ich sagen, das ist eine politische Aufgabe. Das müsste natürlich auch finanziert werden. Aber ich glaube, dass es wesentlich effektiver wäre, als das, was wir in der Beziehung bisher versuchen, was um das Netz einen großen Bogen macht. Weil das Netz wird als etwas gesehen, das ist eine reine Privatsache für diejenigen. Also ich
Ich kann Ihnen nur insofern zustimmen, als dass man die Zielgruppe schwieriger erreicht. So ist das nun mal, wenn man das nicht mehr staatlich in der Schule oder der Hochschule vermitteln kann. Und wir haben da natürlich ein Kompetenzproblem. Ne? Also als Journalist merkt man das, wenn man dann mit Halbwissen konfrontiert wird oder mit Leserbriefen. Man muss nur einmal im Netz nachsehen, dann sieht man, dass das falsch ist. Und das läuft dann so auf einen zu. Da sind bestimmt auch die Medien selbst gefragt, insofern diese Zielgruppe eben noch zugänglich ist dafür. Also eben dies zum Thema zu machen, dort eine netzkritische Haltung zu etablieren. Und ansonsten bleiben einem, denke ich, nur die klassischen Kanäle, die man sonst so hat. Ja? Also von der Bundeszentrale für politische Bildung über die Medien, über das, was man sonst als Politiker zum Beispiel zum Thema machen kann. Ich sehe da keine anderen Möglichkeiten, dort sozusagen so eine Medien- und Netzkompetenz aufzubauen. Ich kann noch mal ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Das macht das Problem allerdings ein bisschen größer. Es ist keine Lösung, aber es sorgt vielleicht für das vertiefte Problembewusstsein. Womit wir es im Netz auch zu tun haben, ist, was man im Fachjargon konfligierende und fragile Evidenzen nennt. Bis vor wenigen Jahren wusste man, zu wem man gehen muss, um eine Expertise zu erfahren. Wenn man krank war, ging man zum Arzt. Und der Arzt hat gesagt, ob er es wusste oder nicht, ist eine andere Frage, aber wir haben daran geglaubt, dass der Arzt gesagt hat, Sie haben dieses oder Sie haben jenes. Ja. Heute gehen die Leute zum Arzt und sagen, ich habe hier drei Diagnosen, ja, die widersprechen sich. Ja. Durch die Erreichbarkeit all dieser Quellen kommen wir in die Situation, dass wir zwar Wissen haben, wir haben aber nicht mehr das Vertrauen, weil das Wissen durchaus widersprüchlich ist. Da mögen kommerzielle Anbieter dabei sein, da mögen Anbieter dabei sein, die mehr oder weniger seriös sind. Aber die erzählen mir mit guten Argumenten völlig unterschiedliche Erklärungen oder völlig unterschiedliche Diagnosen. Ja. Und das führt Leute zu einem erheblichen Orientierungsbedarf und die gehen heute häufiger zum Arzt, nicht um von ihm die Diagnose. Die Diagnose im Netz steht viel mehr, als was der Arzt in diesen drei Minuten Ihnen sagen kann. Ja. Aber der Arzt soll Ihnen sagen, was von den drei oder fünf oder zehn unterschiedlichen Diagnosen, die Sie alle für interessant und zutreffend halten, was von denen stimmt. Also es ist insofern auch schwieriger geworden, eine Orientierung zu kriegen. Man kann sagen, es ist mehr Information, die dem zugrunde liegt. Aber Menschen fühlen sich unsicherer, weil es zu vieles Widersprüchliche gibt und alles einigermaßen plausibel erscheint. Und sie laufen dann letztlich zu demjenigen, von dem sie glauben, er hat dann die Autorität, zwischen diesen Quellen oder zwischen diesen Evidenzen zu entscheiden. Auch ein großes Problem und eine große Belastung, dass es in ganz vielen Bereichen scheinbar kein gesichertes Wissen mehr gibt, sondern zu allem gibt es sehr viele unterschiedliche Positionen und ich weiß nicht, was die richtige ist. Bei Juristen oder Ärzten hätte ich vermutet, dass es ohnehin schon so ist, wenn sie mehrere fragen. Ich glaube, die Verwirrung gab es damals auch schon. Aber ich gehe. Ja, also meine Oma, naja, aber lassen wir das. Aber Juristen haben ja ohnehin den Ruf. Aber wo ich Ihnen recht gebe, also das ist eine zweischneidige Sache. Man hat das zum einen, das werden Sie auch als Professor erfahren haben, mit vielen Leuten zu tun, die ein ziemlich durchgegorenes Halbwissen anbringen. Aber man hat es durchaus auch mit Leuten zu tun, die sich im Internet Erstaunliches zusammengesammelt haben. Also das Wissensniveau ist höher geworden. Das merken zum Beispiel auch die Damen und Herren in der Finanzbranche oder wenn Sie auf test.de gehen, dann kriegen Sie eben, was jetzt die Konsumwelt angeht, schon gute Informationen. Ne? Und das ist, insofern würde ich auch da wieder die positive Seite sehen, das ist richtig angestellt, eine gute Informationsquelle, wo ich dieser Autorität auch kritischer begegnen kann. Ich habe mich lange gefragt, was vielleicht doch für eine Schlussformulierung
mit dem man überleiten kann zum Wein, sich hier anbietet. Aber jetzt, danke, Herr Forderer, ich hoffe, Sie haben höchstens konfligierende Evidenzen mitgenommen und keine fragilen aus diesem Abend. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie diskutiert haben. Und man sieht sich da vorne vielleicht noch.